Hallo! Hi, wir sind Hallo! beim letzten Programmpunkt für heute. Wir machen ein Let's Play Hexen. Ja, Mann. Und Hört ihr was? wir Ich machen. höre ihn. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Okay, hörst du Ja, mich? dann. Hört ihr mich Okay, ich jetzt? höre was. Ja. Ja, Sind Technik, wir die schon live? begeistert. Hört ihr mich? Ja, wir sind schon Ja. live. Läuft. Der Klassiker. Fängt gut an. Also, dann Herrlich. fange ich nochmal an, auch für euch. Also, wir sind beim letzten Programmpunkt unserer Next Quest Con und zwar ein Let's Play Hexen 1733. Und ich werde heute bin der Spielleiter, aber viel interessanter ist natürlich, welche Spielerinnen haben wir denn da? Drachenkraut haben wir ja schon vorhin kennengelernt, die hat ja mit uns ihren Charakter gebaut. Und jetzt sind noch dazugeschaltet Froschmädchen und Tanzikatz. Möchtet ihr irgendwie auch kurz was zu euch sagen, dass die Leute wissen, wer ihr so seid? Und genau, finde ich ganz schön. Das wäre ganz cool. Drachenkraut, Na klar. möchtest du noch mal vielleicht? Vielleicht haben ja Leute dich vorhin nicht gesehen und haben gerade erst eingeschaltet. Ja klar, warum nicht? Genau, ich bin Drachenkraut, Twitch-Streamerin seit circa 1,5 Jahren, mache auf meinem Kanal hauptsächlich Medieval Fantasy Gaming-Content wie ganz viel The Witcher. Da haben wir auch schon alle drei Teile durchgespielt. Elden Ring, Skyrim und solche spaßigen Sachen gibt es bei mir. Ich mache aber auch Cosplay und ganz häufig gibt es auch Kunststreams, in denen wir dann gemeinsam irgendwas zeichnen und streamen. Genau. Ja, Frau Schmidtchen, magst du? Ja, hi, ich bin Froschmädchen und bei mir gibt es auch manchmal Kunst. Ich bin aber auch eher im Gaming-Bereich tätig. Ich liebe Horrorspiele und Zelda und eigentlich so ziemlich alles, was mir so unter die Nase kommt. Und singe auch ganz gerne, das machen wir auch ab und an. Und Cosplay und basteln und eigentlich alles, was so Spaß macht. Ja, und dann Tanzikatz? Ich bin die Tanzikatz. Bei mir gibt es auf dem Kanal, ich würde sagen, circa 50-50 kreativen Content, Malen, Design, Bastelzeug und aber auch Gaming. Ich mag sehr gerne Cozy Games, ich mag Roguelikes, aber mir ist auch schon das ein oder andere Story Game dazwischen gerutscht. Also ich mache auch einfach das, was mir Spaß macht und ja. Und wir sind total froh, dass die drei sich bereit erklärt haben, mit uns ein bisschen Hexen zu spielen. Sind, da schleicht sich jemand an, sind, hi. Mach's gut. Ich glaube, sie haben alle schon mal ein bisschen Rollenspiel gespielt. Also Tanzikatz, glaube ich, ein bisschen mehr. Und Froschmädchen Drachenkraut mal so ausprobiert. Und als wir dann angefragt haben, waren ja alle drei ziemlich begeistert. Und wir freuen uns auch, dass Sie hier sind, um euch zu zeigen, dass man, wie gesagt, vor Rollenspiel braucht man keine Berührungsängste haben und dass es darum geht, Spaß zu haben. Und darum geht es uns auch heute. Wir wollen einfach Spaß haben. Und wir spielen Hexen 1733. Da habt ihr schon ganz viel vorhin drüber gehört, haben Mirko und Philipp euch quasi die ganze Welt vorgestellt. Ich benutze nur noch mal so ein paar Stichworte, dass auch Leute, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, eine Idee haben. Es ist das 18. Jahrhundert, es ist Barock, das heißt ausladende Kleidung, Musketen, Degen und was man sich alles vorstellen kann. Es ist Deutschland, es gibt einen Kaiser, der in Wien rumhockt. Aber anders als in unserer Geschichte, in unserer wirklichen Geschichte, hat sich ein Höllentor vor 90 Jahren geöffnet und seitdem haben die Menschen mit Dämonen, Werwölfen, Vampiren und allen möglichen anderen Dingen zu kämpfen, was natürlich das Leben ein bisschen komplexer gestaltet. Und dafür gibt es dann Leute wie Jäger, solche Jäger spielt ihr, die, naja, genau das tun. Sie jagen solche Kreaturen, bringen sie zur Strecke und sorgen dafür, dass die Menschen in Sicherheit leben können. Genau. Und ich glaube, das ist der Vorrede genug. Wir können einfach anfangen. Und zwar, es ist wenig überraschend, es ist Herbst. Ihr seid Drachenkraut, du bist auf einer Landstraße unterwegs. Immer zu Fuß, weil Reisen ist ja nicht so deins. Dir wird auch in Kutschen eher schlecht. Und es ist so eine, also wirklich, also Straße ist echt ein übertriebenes Wort. Es ist mehr so ein Pfad. Und du bist unterwegs zu dem Dörfchen Wallbach und es regnet aus Eimern. Also es ist so richtig mieses Wetter. Aber was eigentlich dich noch, was du noch viel unangenehmer findest, du bist vor einer Stunde ungefähr von der gut ausgebauten Straße in diesen Waldweg abgebogen auf deinem Weg nach Wallbach.
weil du hast einen Auftrag dort, dazu kommen wir wahrscheinlich dann später. Und irgendwie sind zwei Gestalten, haben auch diesen wirklich gottverlassenen Weg, den in deiner, also so wie der aussieht, den nie einer benutzt, sind auch abgebogen. Und sind auch, also schützen sich vor dem Regen, aber marschieren in dieselbe Richtung. Und zwar der eine sowas wie 30 Meter hinter dir und hinter dem nochmal 30 Meter weiter hinten noch eine dritte Gestalt und marschieren in dieselbe Richtung. Und du hast irgendwie, ja, schon irgendwie komisch. Anders kann man das nicht sagen. Genau. Und ja, beschreib dich doch erstmal, was du so, was trägst du so und wie schützt du dich vor dem Regen? Also, eigentlich wollte ich nur den öffentlichen Weg nehmen, weil gut gepolsterte Wege finde ich ganz grandios, weil meine Stiefel waren sehr teuer. Das ist gutes Leder. Die haben zwar schon viel mitgemacht, aber ich habe es nicht gern, nasse Füße zu haben. Das nervt mich gerade ordentlich, dass ich hier durch den Matsch laufen muss, weil dieser komische Weg einfach nicht richtig gepflastert ist. Meine Laune ist allein schon im Keller, weil es ständig regnet hier in der Gegend. Und naja, aber ich laufe da halt lang, weil ich brauche natürlich auch den Auftrag, ich brauche das Geld. So ein Dude hat mich da angeheuert und da bin ich natürlich sehr gespannt, was da auf mich wartet. Die Story klang ein bisschen seltsam, aber da gehe ich natürlich hin und ja, nicht mit der besten Laune. Und dass da drüben jetzt natürlich auch noch zwei Gestalten stehen, macht meinen Tag nicht wirklich besser. Ich bin eher so ein bisschen, ja, jetzt nicht menschenscheu, aber ich mache mein Ding ganz gerne alleine durch. Aber gut, wenn da vorne halt Leute sind, dann werde ich einfach mal fragen, was die hier überhaupt suchen, weil, also ich habe keine Lust, auf irgendwelche Banditen zu treffen, so, das würde meinen Tag komplett ruinieren, die finde ich nämlich ganz arg nervig und treffe die schon häufig genug, ich will da nur meinen Auftrag erledigen und lauf mal auf sie zu und frag, ob sie sich verlaufen haben oder so. Froschmädchen, du wurdest ja von so einem, naja, etwas unangenehm fetten Adligen. Der hat dir ja Geld geboten, damit du dich nach Walbach begibst und sollst da mal gucken. Da hätten irgendwie die Dorfbewohner hätten gemeldet, sie hätten vor einem Monat eine Hexe unschädlich gemacht und der Adlige war mir so, war ziemlich herablassend, ja, dass diese Dorfbewohner sich da irgendwie einbilden. Und jetzt bist du auf diesem echt schlecht ausgebauten Weg. Es regnet aus Eimern und bist also auf dem Weg in zu dem Dorf und jetzt kommt auch noch irgendjemand auf dich zu. Voll ätzend. Genau. Ja, ich würd halt erstmal gucken, wo man sich eventuell gleich unterstellen kann, weil ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil so lange im Regen rumstehen wollte ich jetzt auch nicht. Bin auch so leicht genervt, weil eventuell sind das auch nur hysterische Dorfbewohner, die sich irgendwas eingebildet haben. Und ja, hatte jetzt eben gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwie eine gute Taverne in der Nähe oder so, die man sich verziehen kann. Und ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, weil die Person, die kommt ja direkt auf mich zugelaufen und werde jetzt mal kurz abwarten, was die zu sagen hat und eventuell werde ich mich dann gleich mal in die Taverne verziehen. Ja, also ihr seid ja noch auf dem Weg, also das ist halt echt gottverlassen, also anders kann man das nicht sagen. Mhm. Also wahrscheinlich ist die Hoffnung auf eine Taverne oder sowas ähnliches, ist gegeben. Wahrscheinlich das nächste Dorf, dieses Walbach. Tanzi, was du schön siehst, dich hat ein fetter Adliger in der Taverne, der echt, also es echt übertrieben hat, sowohl mit seinem Prunk, den er getragen hat, also er hat das so richtig raushängen lassen, dass er ist jemand. Und der hat dich angeheuert und hat gesagt, oh, geh doch mal in das Dorf Walbach. Die Dorfbewohner haben gemeint, sie hätten dort eine Hexe zur Strecke gebracht. Geh doch mal bitte gucken, ob das stimmt. Und dafür hat er dir ein paar Gulden geboten. Und jetzt bist du auf diesem wirklich furchtbaren Weg. Es regnet aus Eimern. Und vor dir sind zwei Leute, die gehen jetzt aufeinander zu und irgendwie ist es halt echt gerade gar nicht toll. Genau. Also, und Drachenkraut und Froschmädchen, ihr, ja, wenig überraschend, ihr seid das, ihr trefft jetzt aufeinander. Könnt euch erstmal beschreiben und dann übereinander reden. Drachenkraut, wie siehst du denn aus? Ja, ich habe eigentlich die Klamotten an, die ich eigentlich so den ganzen Tag trage, immer und überall, wo ich hingehe. Die wasche ich zwar auch manchmal, aber ich habe jetzt nicht sonderlich viel Auswahl. Die Klamotten sind nicht besonders auffällig, weil ich natürlich nicht auffallen möchte groß. Einfach schlichtes braunes Leder, dunkles Leder, eine feste Lederhose, feste Lederstiefel, so ein bisschen rüstungsmäßig auch obenrum, einfach um mich zu schützen, weil ich ja auch eine starke Kriegerin bin und ja, habe natürlich ein Schwert mit auf dem Rücken und eine Armbrust dabei und
gehe quasi da durch den Matsch und treffe plötzlich auf diese Person. Ja, Frau Schmädchen, wie siehst du denn aus? Ja, ich bin quasi in einer Gilde aufgewachsen, die ja, Attentäter ausbildet. Deswegen ist auch meine Kleidung nicht wirklich auffällig. Ich habe noch eine schwarze Kleidung an mit Kapuze und trage meine Waffen allerdings auch nah an meinem Körper und auch ein bisschen abgedeckt jetzt durch den Umhang und so weiter. Und ansonsten habe ich auch robuste, starke Lederklamotten an, die mit einer Hose, mit großen, hohen Stiefeln. Und ja, eigentlich alles auch ziemlich unauffällig. Sehr Ja, dunkel vielleicht, ja. ihr trefft jetzt aufeinander. Ja, krass, jemand mit Kapuze, das ist natürlich immer ziemlich suspekt. Ich nähere mich eher ein bisschen zögerlich und schiele so ein bisschen um die Ecke und ich behalte diese Gestalt ganz, ganz arg im Auge. Denn die sieht nicht aus wie jemand, der hier ganz normal entlang wandern würde oder sich verlaufen hätte. Ich glaube, die Person ist hier relativ gezielt. Es ist sehr abgeschieden. Wir sind aus einem Waldstück raus und es könnte natürlich alle möglichen zwielichtigen Gestalten nicht rumlaufen. Das heißt, schweigend und zögerlich nähere ich mich. Meine Hände stellen sich schon darauf ein, mein Schwert zu zücken. Ja, ich gucke die Person vor mir an und ja, ich bin halt jemand, der auch gerne nicht abgeneigt ist, auch mal einfach ein bisschen in die flirty Richtung zu gehen. Und gerade weil es auch zum Teil eine gute Tarnung ist, erstmal und sich ein bisschen und sich, ja, wie sage ich, unauffällig zu geben. Deswegen gucke ich die Person an und sage, na, was machst du denn hier? Na? Ja, okay. Ja, nun, spannend. Nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte. Aber ich entspanne mich so ein klein wenig. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen, habe ich sie so ein bisschen im Auge, einfach weil ich mir denke, okay, das könnte auch ein Trick sein. Es gibt ja auch gezielt Leute, die darauf ausgebildet sind, da Menschen hinters Licht zu führen. Deswegen, ich schaue immer noch etwas kritisch. Aber fühle mich nicht mehr ganz so bedroht. Tanzikatz, also du näherst dich den beiden, also die da quasi voneinander stehen geblieben sind. Und wie gesagt, es ist echt ein matschiger Waldweg und es regnet. Und dann sagt die eine zu der anderen: Na, kommst du denn hier? Und ja, also ja, überraschende Begrüßung. Aber du kommst jetzt auch dazu. Magst du dich beschreiben? Sehr gerne. Also auf euch kommt eine Person zu, sagt zu euch, also hallo, ich crashe euer Date ja nur sehr ungern, aber ihr verblockt hier die ganze Straße. Die Straße ist nicht sehr breit. Wie soll ich denn hier noch lang gehen? Also folgendermaßen sehe ich aus. Viel Leder, viel Metall, irgendwie ein bisschen random zusammengeschustert, so sieht es aus. Also hier mal eine Schulterplatte, dann das war das mal Nudelsieb, ich weiß es nicht. Und auf meinem Arm trage ich ein Blechbündel. Ihr seht vielleicht nicht sofort, was es ist, aber es scheint sich auch ein wenig zu bewegen. Und in der anderen Hand halte ich ein Stück Blech über meinen Kopf und versuche mich dadurch vom Regen ein wenig zu schützen. Ich habe wilde blonde Korkenzieherlocken, große Augen, ein breites Grinsen. Ich scheine wohl eine etwas eher freundlichere Person zu sein. Kleine Lachfalten. Aber so wie ich eure Charaktere einschätze, denkt ihr wahrscheinlich als nächstes, ach Mann, die wird anstrengend. Ja, also ich gucke dich auf jeden Fall ein bisschen skeptisch an und beäugle dich so ein bisschen und denke mir dann so, ich glaube, so deine ganze Rüstung zu beurteilen, ist das Breite auf dieser Straße sind nicht wir. So. Hast du mich dick genannt? Nein, das hast du jetzt gesagt. So. Aber Ich finde. was hast denn du alles dabei? Ja, crazy. Das hier, das ist August. Sag Hallo, August. Ich habe auf meinem Arm, jetzt wo ihr genauer hinschaut, dieses kleine Blechbündel sieht ein wenig hundeförmig aus. Es scheint nicht so unbedingt perfekt darauf zu reagieren, als ich sage, sag Hallo, August. Aber ein wenig bewegen tut es sich. Also es scheint irgendwie ein beweglicher Blechhaufen in Form eines Hundes zu sein. Und ich habe ihn August genannt. Also das ist wahrscheinlich alles, was ihr daraus jetzt erstmal schließen könnt. Also ja, eine wilde Erscheinung. Überall mechanische Teile. Es ist abenteuerlich, diese Begegnung. Sehr abenteuerlich. Ich denke mir meinen Teil. Die eine flirtet mich an, die andere kommt um die Ecke mitten im August. Also ich bin
Ich bin hoch alarmiert. Ich stehe da jetzt, also August und ihr drei und ja, ist nicht so gemütlich, es regnet. Ich hatte es, glaube ich, erwähnt Ja, und genau. ja, der wollen wir Regen wird uns. nicht weniger. Ja, ich merke Ja. das auch. Wollen wir vielleicht irgendwie mal gucken, ob wir uns irgendwo unterstellen können? Danach, dann können wir immer noch ein bisschen quatschen, wenn ihr das wollt. Ja, also ich habe jetzt nicht unbedingt vor, mich hier direkt in irgendwelche Gefahren zu stürzen, aber ich finde, eine Taverne ist eigentlich immer eine gute Idee. Da Also gibt's ich kenne Miet. diese Gegend. Hier gibt es keine Tavernen und hier Ach hört es auch so. nicht so schnell auf zu regnen. Also Also irgendwo ich wird würde es noch was sagen, zu wir trinken müssen hier, geben. wir nehmen die Füße in die Stiefel in die Hand und auf Ja. ins nächste Dorf. Also es dauert auch nicht lange und ihr entdeckt, also ihr seid ja weit gereist, deswegen ein Ort, der oder ein Dorf, das den Namen eigentlich kaum verdient. Und hat, also ihr kommt erst an einem Schild vorbei, Walbach, das ist ja der Ort, wo ihr drei auch hin möchtet. Und es sind irgendwie so irgendwie 2 Dutzend Häuser, von die alle nur, also wirklich nur ein Erdgeschoss haben. Eine kleine Kapelle, die auch eher ärmlich scheint. Und ja, es ist ein, die Straße hat es versprochen, der Ort hat es gehalten, ein gottverlassenes Nest. Und ihr, als ihr über die Straße entlang kommt und euch nähert, also diese einfachen Häuser sehen wirklich aus, als könnten die dringend entweder mal vertragen, dass da jemand mal die Wände tüncht oder irgendwie die so ein bisschen besser verkleidet. Aber es gibt eine, es scheint eine Scheune zu sein, relativ nah am Mitte des Ortes. Die beiden, die Flügeltüren stehen weit offen. Und ihr seht, da sind ganz viele Dorfbewohner, die oder halt, die sind einfach gekleidet, bäuerlich gekleidet, also in einfachen Leinenhemden, haben meistens haben ziemlich große Hüte. Die stehen da in der Tür und gucken raus. Ihr kennt diesen Blick, wenn Leute irgendwie, wenn man das Gefühl hat, okay, die wollen irgendwas draußen machen, aber es regnet wie verrückt und ja, stehen da so ein bisschen bedröppelt im Trockenen quasi und blicken euch entgegen, als ihr die Dorfstraße entlang kommt. Und es ist für euch als Scheune also eindeutig zu erkennen, weil es halt oben hat es noch einen Flaschenzug im, ist eins der Gebäude, was ein erstes Obergeschoss hat, ist ein Flaschenzug angebracht. Und wenn ihr euch so umblickt, also ihr seht, dass es sind, es gibt die Kapelle, die Scheune und sonst anscheinend nur, ja, so Privathäuser. Also so, genau. Die Leute, die stehen da und blicken euch entgegen, als ihr den Weg entlang kommt. Ja, ich Habt würde ihr noch sagen, Platz in dieser ja. Scheune? Ist ganz schön nass hier draußen. Warum nicht Ja, die Stroh? kommt ran! Kommt ran! Los! Los, kommt ran! Tja. Als ihr dann näher kommt, also ihr seht, es sind so, es sind knapp 20 Leute, Männer und Frauen, die die typischen Trachten der Region tragen, also wie gesagt, diese Leinenkleidung und so bäuerliche, also zum Teil Strohhüte und ähnliche Sachen. Bei einem oder anderen hängt, der war wohl im Regen, hängt der Strohhut quasi so runter, hat seine Form verloren. Und ihr seht, die haben in der Scheune sind, hinter ihnen sind so lange Tische aufgebaut, also als würden sie ein Fest irgendwie feiern wollen. Und einer kommt auf euch zu, der trägt noch so eine Lederschürze, also so eine Handwerkerschürze über darüber und kommt auf euch zu und hat so ein bisschen ist ein bisschen kräftiger gebaut, ist das so und hat isst wohl auch mal ganz gerne was, hat riesige Hände, also so wie das die so Handwerker haben und streckt euch die Hand entgegen und sagt: Ich bin Gottfried Voigt, ich bin der Dorfsprecher, Tischler meines Zeichens. Willkommen in Walbach, ihr blickt euch der Reihe nach an, wird sich wohl erst jetzt aus Äußerem bewusst, blickt zu deinem Schwertgriff, blickt zu August und auch irgendwie, weiß nicht, ob man bei dir irgendwie Waffen sieht, Froschmädchen. Waffen nicht, aber ich glaube, die drei Narben im Ja, Gesicht sind jetzt aber auch guckt nicht halt so unbedingt. irgendwie, ihr seid gar keine Handwerker, die irgendwie unterwegs sind oder ihr seid, ja, kommt mal rein, kommt erstmal ins Trockene, kommt erstmal alle ins Trockene. Da sage ich nicht Und nein. ihr wollt ihr was trinken? Irgendwie, wir haben, wir machen guten Applewein selbst, also Apfelwein. Wollt ihr einen Apfelwein?
Oh, das klingt Sollen wir ein bisschen toll. warm machen? Ja. Mach mal jemand Apfelwein für die drei warm. Und die Leute machen, also die machen so ein bisschen Platz für euch. Also ihr scheint die so ein bisschen einzuschüchtern. Und auch der Gottfried Volk, der wirkt, ja, also man guckt euch halt erstaunt an. Ja, was verschlägt euch denn hierher? Also ich meine, ihr seid ihr Jäger? Ihr seid Jägerin? Also um ehrlich zu sein, die anderen zwei habe ich gerade erst irgendwo auf dem Wegesrand aufgegabelt. Das ist an und für sich ja schon mal nichts Schlechtes. Ich mag den Wegesrand sehr gerne. Da wachsen sehr viele schöne, seltene Kräuter. Aha. Ich fühle mich hier nicht ganz so wohl. Hier sind sehr viele Menschen. Ich kenne euch alle nicht. Ich glaube, ich würde mich erstmal da in eine Ecke verkrümeln und schauen, ob ich da irgendwo einen Kerzenleuchter looten kann oder ein altes Buch oder ein paar Nägel oder sowas. Okay, also du gehst so einfach weg. Ich gehe mal kurz in die Ecke. Okay, also die Leute machen dir Platz und gucken dir erstaunt hinterher und dann, okay, eure Freundin ist jetzt, okay, und wie heißt ihr, darf ich fragen? Ich habe mich ja vorgestellt, also jetzt an Froschmädchen gewandt. Und wie heißt ihr? Ich bin Amalia. Wie die anderen zwei heißen, habe ich tatsächlich noch gar nicht in Erfahrung bringen können. Aber gib uns doch erstmal so einen schönen Apfelwein. Ja, dann jetzt kriegt ihr können so wir einen, doch in aller Ruhe. Kriegt so einen Apfelwein in die Hand gedrückt. Ach, schön. Und auch zu dir, Drachenkraut, kommt jemand, der dir so einen warm gemachten okay. Apfelwein in die ja, Hand gedrückt. Danke, ihr, danke. Also Amalia, und ihr seid? Tanzigatz, er wendet sich an dich. Ich bin Henriette. Und das ist August, aber keine Sorge, er beißt nicht. Was ist das denn? Darf ich fragen? Also ich bin ja meines Zeichens Tischler, also was ist denn das? Ist das so eine mechanische Apparatur, wie es sie in den Städten geben soll? Genau so etwas. Und ich rühme mich meines Handwerks. Ich habe ihn selbst gebaut, mein Schoßhündchen. Schau, Okay. hier, da im Kopf, da kann man Motoröl einfüllen und dort dann Schwanz, da kann man aufkurbeln, er kann Okay. sogar bellen. Okay. Okay, ja. Ich bin beeindruckt. Ich höre natürlich auf halbem Ohr zu und lerne so langsam meine neuen Weggefährtinnen kennen und bin schon mal sehr beeindruckt von dieser Handwerkskunst, in der ich komplett untalentiert bin. Und wer ist sie? Also er zeigt auf Drachenkraut und sie, wer ist sie? Ich bekomme natürlich mit, dass sie so langsam anfangen, über mich zu reden, aber dadurch, dass ich merke, okay, die anderen geben auch mehr über sich preis, lasse ich mich da natürlich auch ein klein wenig drauf ein. Und sagt zu dem Kerl, aber trotzdem mit weiter Abstand haltend aus meiner Ecke heraus, ich bin Ramira. Amira, ja. Und ich bin hier. Aber ich meine, ihr müsst ja zugeben, ihr seid schon also sehr außergewöhnliche Frauen mit mechanischen Geräten, riesigen Schwertern. Wir sind einfache Bauern. Also haben wir was von euch zu befürchten? Ach nein, nein. Wir Keine besitzen Sorge, auch nichts, also nicht viel. Nein, nein, wir sind nicht hier, um euch irgendwas wegzunehmen, wirklich, keine Sorge. Alles, wir kommen in Frieden, könnte man so sagen. Also ich weiß nicht, warum die anderen beiden hier sind, aber ich bin hier wegen eines Auftrags. Was, ein Auftrag? Mir wurde Bin auch gesagt, hier. Dass ihr mutige Bewohner dieses Dorfes eine Hexe erlegt haben sollt. Er wächst, also es ist so richtig und alle anderen, die erst, dass du sagst, wir kommen in Frieden, geht so ein Raunen durch die Menge, so, oh, ja, okay, ja. Und als du dann mutige Dorfbewohner, ist so, das, du hast die Gruppe, sie schmelzen wie Wachs in deinen Händen. Ja, wir haben vor einem Monat kam sie ins Dorf, sie war fürchterlich, sie war schrecklich, sie hatte ein schreckliches Gesicht, völlig zerfurcht und sie kam ins Dorf und hat Ranken gesponnen, um uns anzugreifen. Ja, und dann hat der Matthias Hoffmann, mein Geselle, hat ihr mit einem Hieb den Kopf gespalten. Und ja, wir haben sie beseitigt. Ha! Wir haben ein gutes Werk vollbracht. Genau. Haben noch mehr Personen außer ihr zwei diese Hexe gesehen? Ja, wir alle. Ja, wir alle. Ja. Ich hab alle. Sie auch gesehen. Okay. Ich hab sie auch gesehen. Ja, es war eine Hexe. Ich weiß doch, wie Hexen aussehen. Genau, und also die liegt Menge sie ist hier sich noch einig. Irgendwo so? Also. Naja, wir haben das gemacht, was man macht. Also wir haben sie dann
Ihr kennt ja die Regeln. Also wir haben sie enthauptet, dann haben wir den Körper verbrannt, den Kopf im Wasser eine Woche ertränkt und dann haben wir den Kopf falsch rum vergraben, dass, falls sie wieder aufwacht, sie quasi sich nach in die falsche Richtung gräbt. Und dann haben wir natürlich die Sachen, die man macht. Wir haben Knoblauch überhalb des Grabs vergraben, haben eine Messe dort gelesen und halt Eisenhut auf dem Grab gepflanzt und gehen einmal die Woche hin und gießen Pferdeurin über das Eisenkraut. Also die Dinge, die man halt so macht, wenn man Hexen in die Finger kriegt. Weiß mein Charakter irgendwas über, also weiß Henriette, ist das normal oder ist das so Nein, Aberglaube? das ist so jenseits von Gut und Böse, das kann man sich kaum vorstellen. Also ich muss mir ein arges Lachen verkneifen und gucke so die anderen beiden an, wo ich auch schon sehe, dass ich sehe schon, dass bei den anderen beiden auch schon die Mundwinkel so ein bisschen zucken, glaube ich. Ja, habt ihr alles richtig gemacht, alles gut so. Ja, Genau, so muss man, ja, wir also kennen die das habe ich Schrift. in den 5 anderen Dörfern auch schon gehört, wo ich war, um eine Hexe zu finden. Genau das, ja. Also, es können mal Froschmädchen, also die Amalia, du kannst mal einmal auf Aufmerksamkeit würfeln. Das ist da auf der Seite, das ist so das, ich glaube, das zweite von oben. Da müsstest da einfach dir, schnappst du dir die Anzahl grüne Würfel und würfelst die einfach und sagst mir mal, wie viele Erfolge du hast. Die Würfelzahl ist dann die Summe, die da hinten Genau, die steht, Würfelzahl ist die oder? Summe, die dahinter steht. Einfach würfeln und sag mir, Okidoki. wie viel Rabenköpfe du hast und wie viele Sterne. 2 Rabenköpfe Ja, und perfekt. ein Stern. Was dir auffällt, als du so, also als die da quasi von ihren Heldentaten berichten, es fällt dir erst an dem Gottfried Voigt auf, aber dann blickst du dich um und siehst das auch bei allen anderen. Also der hat schlecht verheilte Schnittwunden an den, achso, ihr seht das ja gar nicht. Also an den Armen und an den Händen hat er ganz schlecht verheilte, aber hier Schnittwunden und auch, du siehst auch bei vielen anderen Dorfbewohnern, die also keine tiefen Schnittwunden, aber so irgendwie so halt relativ schlecht verheilt, haben die aber alle, also einfach wirklich alle. Genau. Das ist so irgendwie, was dir auffällt. Okay, ich würde ihn tatsächlich, ich glaube, er ist Schmied, gell? Direkt einfach mal drauf ansprechen und hinweisen. Sag mal, ich sehe hier gerade so ein paar Wunden an deinem Arm. Ja. War das die Hexe? Weißt du das? Nee, das ist seitdem, also er zupft an seinem Ärmel und auch viele andere so ganz verlegen zupfen die ihre Ärmel oder die also sie versuchen das irgendwie, oder Leute nehmen auch ihre Arme hinterm Rücken. Und ja, das seitdem ist, ja, irgendwie, wir haben alle, also wussten nicht, also haben wir so, aber wisst ihr, es ist auf dem Land und man schneidet sich mal. Also keine Ahnung, also wir haben das alle, aber wir haben dem jetzt, also was sollen wir denn, also ja, weiß ich nicht. Also wir haben das halt alle, seitdem wir die Hexe irgendwie beseitigt haben. Die hat auch irgendwie, sie hat einen Fluch gemurmelt, bevor sie gestorben ist. Weiß nicht, was diese Leute so Gottloses halt murmeln, so, ihr werdet alle sterben und wir machen das und dies und wir haben das nicht ganz verstanden. Das ging dann in dem Axthieb ein wenig unter, was sie sagen wollte. Weil sie hat irgendwie so, ja, ich verfluche euch und ja, seitdem haben wir das, aber ich meine, es ist nicht störend, es sind nur so ein paar, das sind nur so ein paar Schnitte. Oder stört es jemanden? Nein, stört keinen. Nein, stört nicht, alles gut. Ich gucke die 2 Damen rechts und links neben mir an und frage mal so in die Runde, kennt sich jemand von euch mit Flüchen aus? Von Hexen? Also ich habe schon viele, viele Dörfer bereist und bin eigentlich ständig unterwegs, sehr selten sesshaft. Und es ist mir noch keinem Dorf untergekommen, die auch behauptet hätten, sie seien verflucht, solche Phänomene zu sehen. In meinen Augen ist da was im Busch. Wie ist was im Busch? Also der Gottfried folgt, also der, was meint ihr? Also wir haben morgen hier eine Hochzeit, also was soll denn im Busch sein? Also ich meine, das sind ja einfach nur, das sind so kleine Schnitte, also ich meine, da ist doch nichts Bemerkenswertes bei. Also ich meine, was soll denn, also ich meine, das ist ja nur, also was meint ihr denn im Busch? Müssen wir die Hochzeit absagen? Also das ist wäre nicht so gut, weil meine Josephine, meine Tochter heiratet nämlich den Tischlergesellen und wir haben jetzt schon alles, also wir haben, waren schon, also waren in der Stadt, haben besondere Sachen geholt, wir haben den Priester bestellt, der kommt morgen. Ich meine, wir haben ja hier keinen und also wir müssen doch nicht die Hochzeit absagen, oder? Also was, das ist ja was Harmloses im Busch, sowas wie, weiß ich nicht, sehr große Mücken.
Naja, ich würde sagen, wir schauen uns das Grab einfach mal an, um da vielleicht auf eventuelle Hinweise des sogenannten Fluchs vielleicht zu treffen. Können wir damit warten, bis es. Ist es eilig oder können wir damit warten, bis es regnet? Trink doch erstmal dein Ebblwoi aus. Wieso warten, bis es regnet? Nein, bis der Regen vorbei ist. Es regnet ja Ach gerade. so, ja. Also, ja, genau. Ihr könnt auch morgen, also ihr seid uns willkommen auf der Hochzeit. Hat eigentlich, also ich meine, wenn ihr deswegen hierher geschickt worden seid, oder ihr, also ihr, sehr geehrte Henriette, dann hat der, also ihr seid ja wahrscheinlich dann irgendwie vom Vogt, vom Graf, von irgendjemandem geschickt worden. Hat der was von so Belohnung? Also ich meine, wenn meine Hexe, wir haben eine Hexe, also. Naja, ich glaube, das geht dich nichts an, oder? Das ist doch unser Auftrag. Wir sollen hier uns mal umschauen. Damit habt Unser ihr ja Nein, nein, weniger ich zu will euch, tun. euch, nein, nein, ich will gar nicht, also er guckt wirklich jetzt panisch, er hat Angst, euch beleidigt zu haben. Nein, 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 ich meinte für die Dorfbewohner, die eine Hexe erlegt haben, da, dass er eine Belohnung, dass er euch gesagt hat, gebt den Dorfbewohnern, wenn sie so tapfer waren und so heldenhaft und das Grab auch richtig pflegen, gebt denen viel Gulden. Davon war nie die Rede. Also Ah, okay. im besten Fall helfen wir euch, über dieses traumatische Ereignis hinwegzukommen. Das ist sehr freundlich, ja. Aber tatsächlich würde mich nochmal interessieren, ob es hier vielleicht irgendjemanden gibt, der vielleicht auch was gegen diese Hochzeit hat. Gegen die Hochzeit? Nee, warum denn? Nur Also, ich so? meine, der Matthias, das ist ja jetzt hier unser Held. Der hat die Hexe ja mit seinem mit der Axt einfach. Genau, und die Josephine Sliced. ist meine Tochter, ich bin der Dorfsprecher, also die beiden sind ja einfach, die sind beliebt, das sind ganz tolle junge Menschen, es ist einfach, wer soll denn, hat da jemand was gegen? Nein, oder? Nein, 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 hat keiner was, nein, 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 nein. Ist der Matthias denn hier? Ja, jetzt tritt aus dieser Gruppe, die euch ja, also umlagern ist das falsche Wort, die halten schon Abstand, weil ihr seid einschüchternd. Junger Mann ist blond, hat auch diese, wie sein, wie der Gottfried Voigt, hat auch riesige Hände, diese, ist kräftig gebaut und hat auch, aber ihr seht auch diese Schnittwunden am Arm, und tritt halt vor. Ja, ich bin hier. Matthias Hoffmann, mein Name. Ich habe die Hexe erschlagen. Aha. Und wo habt ihr sie begraben? Wir haben sie natürlich hinter der Kapelle begraben, also weil da ist ja die Erde ist ja gesegnet, weil da scheint der Schatten der Kapelle drauf. Und wo der Schatten der Kapelle drauf scheint, da ist ja, also wenn die Sonne richtig steht, also der Schatten geht ja dann weg, aber dann ist da auf jeden Fall gesegnet. Das wussten wir. Solche Dinge wissen wir hier in Walbach. Ja. Da ist die bestattet, da wo der Eisenhut Tja. wächst und wo es so ein bisschen nach Pferdeurin riecht. Ja. Einladend. Ja, wir müssen ja den Pferdeurin drauf tun, sonst steht die Hexe wieder auf. Ja, klar, natürlich. Also, Ja. das klingt sinnvoll, ja. Was hat euch denn da zu der Erkenntnis gebracht, dass das eine Hexe war? Das wäre mal so meine erste Frage. Was hat ihr denn gemacht, woran ihr erkannt habt, dass es sich um eine Hexe handelt? Ja, war ja relativ einfach. Also wir sind hier ja nicht, wir sind ja, also es mag weit weg sein, aber wir wissen ja schon viele Dinge, wie er ja an unserem Bestattungsritus für die Hexe gesehen hat. Also das ist relativ einfach. Also die hatte ein zerfurchtes, fürchterliches Gesicht und sie kam ins Dorf und dann hat sie so Ranken aus dem Boden beschworen und hat Leute zu Fall gebracht und hat gesagt, ich bringe euch alle um. Und das, ich bringe euch alle um, das war schon ein Indiz, was wir ernst genommen haben. Also das war für uns irgendwie so ein Zeichen. Und wo Ja. sind die Ranken? Die müssten ja jetzt noch irgendwo zu sehen sein im Dorf. Wenn die aus dem Boden kamen, müssten noch irgendwo Löcher sein auf der Straße. Ja, die kann ich euch zeigen. Oh, Ja, dann es zeig klart mal. ja auch etwas auf. Sollen wir mal. Soll ich euch das zeigen? Soll Ich ich bin euch den Ort dafür, meiner ja. Heldentat zeigen? Zeig Auf uns den Ort deiner geht's. Heldentat. Gerne. Mein Apfelwein ist auch schon leer. Ich bin bereit. Gut, also die gehen ein Stück bis zum Ortseingang und ja. Also das, da sind so, also da sind ein paar Wurzeln, die da rumliegen und er zeigt auf diese Wurzeln, die halt aus dem Boden so vorgekommen sind. Da! Seht es euch an!
Hexenwerk. Bitte? Sieht das unnatürlich aus? Ist das direkt auf dem Weg? Oder? Es ist direkt auf dem Weg, aber der Weg ist halt, ist ja nicht gepflastert, hat keine Steine und so. Und ansonsten, also auf den ersten Blick sieht es aus wie Wurzeln. Ihr seht, dieses widernatürliche Zeug. Wurzeln. Ja, aber die sind einfach entstanden. Und seht ihr hier irgendwo einen Baum, wo die zugehören? Seht ihr irgendwas? Die gehören ja zu nichts. Und da hat er natürlich einen Punkt. Also die wächst halt nichts in direkter Umgebung. Tja, das ist mysteriös, aber wie könnt ihr jetzt sagen, dass diese Wurzeln von dieser Frau herkommen? Du meinst, sie stand daneben und hat gesagt, Wurzeln erhebet euch und nein, Wurzeln. Also wir sind ja, also die anderen sind alle weggelaufen. Und ich habe halt natürlich meine Axt und ich bin, man hat ja auch eine Verantwortung so als Schreiner, als Tischlergeselle. Und die Leute, die versucht haben wegzulaufen, sind diese Wurzeln, also sie stand auch nicht hier, sie stand da drüben, also er zeigt so ein paar Meter weiter, sie stand da drüben. Und die Wurzeln haben dann quasi sich um die Knöchel gewickelt und die Leute zu Fall gebracht und so. Und Wurzeln machen sowas nicht. Also ich bin jetzt Tischler, okay. Aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Wurzel das von selbst irgendwie macht. Also nicht hier. Ich glaube nicht bei guten Leuten. Bei Gottesfürchtigen. Ich ziehe mal an so einer Wurzel. Ich ziehe mal an so einer Wurzel, wenn das geht. Ja, die ist echt nicht lang. Also das ist so, da kommt dann quasi so ungefähr so die Länge raus. Und das ist, die hat keinen, also die hat sowohl, also Anfang und Ende ist halt irgendwie, gibt's nicht. Sondern es ist im Grunde wie so eine, also im Grunde wie ein Stück Seil, nur halt eine Wurzel. Okay, also das sieht schon unnatürlich aus eher. Ja, also so können Wurzeln nicht wachsen. Also das geht einfach nicht. Ha, sagt er. Ha, seht ihr? Ich schnupper so ein bisschen und frag so, meint ihr, da war vielleicht irgendwas, die hatten irgendwas im Tee oder so? Im Tee? Verstehe ich nicht. Die hatten bestimmt was im Tee, die Dorfbewohner hier. Also wenn ich gehört habe, was sie da mit der Leiche gemacht haben und dem Grab. Aber das macht man doch so. Dinge in diesem komischen Apfeltee. Zum Glück habe ich nur einen Schluck genommen. Hier, Kollegin mit dem August, geht's dir noch gut? Ich meine, du hast deinen komischen Tee ja auch leer getrunken, deinen Apfelwein. Mit dir ist alles in Ordnung, geht's oder? Großartig. Alles klar, rein. Okay. Dann liegt es vielleicht nicht am Apfelwein. Aber wir müssen mal vielleicht noch ein bisschen die Taverne durchtesten. Also während ihr euch da unterhaltet, blickt er halt plötzlich an euch vorbei, also so, ihr steht da ja so quasi im Halbkreis und blickt so durch euch durch und er reißt die Augen auf. Nella, was ist denn los, Nella? Als ihr euch umwendet, seht ihr eine junge Frau, die hat braune Locken und eigentlich ein freundliches Gesicht und sie kommt also angerannt und sie trägt ein Nachthemd. Über dem Nachthemd hat sie sich nur einen Mantel übergeworfen, rennt barfuß, also wirklich durch den Matsch. Also es regnet zwar nicht mehr, aber es ist natürlich super matschig und kommt halt im Grunde angerannt und ist auch, also sie scheint ein paar Mal, während sie gelaufen ist, hingefallen zu sein, weil unten an dem an den Knien ist also Matsch und hat sich auch schon das Nachthemd angefangen mit Matsch voll zu saugen. Und sie kommt also quasi angerannt und ist irgendwie Tränen überströmt. Und kommt auf euch zugerannt und scheint auch, also das Gesicht ist auch gerötet vor Anstrengung und rennt durch den Matsch. Nella, was hast du denn? Was macht ihr? Also die hatte definitiv was im Tee. Ich guck mal an ihr vorbei. Sehe ich, wovor die wegrennt? Nee, da ist nur der Weg. Vielleicht spricht hier Freundin mit dem August. Wie heißt du eigentlich? Henriette ist mein Name. Henriette, hast du eine Ahnung, von was sie redet? Wie, von wo sie... Also sie rennt doch auf uns zu, oder? Ja, sie rennt auf euch zu. Was sagt sie? Sie sagt, erstmal noch gar nicht, sie kommt angerannt und es ist dieses... Und der... Sie ruft doch Nella oder so. Nee, das, Entschuldigung, das war unklar. Das, der Matthias Hoffmann, der Tischler, so. Der bei euch ist. Ach so. Sie scheint Nella zu heißen. Entschuldigung, er nennt sie so. Nella. Ach, guck mal einer an. Ja. Ja, ich halte tatsächlich einfach meine Waffe unter meinem Mantel ein bisschen breit und schaue mal, was passiert, wenn sie bei uns ankommt. Ja, sie fällt auf die Knie und sie wiederholt immer nur
Immer nur dieselben Worte. Ich höre sie kichern, sie rascheln und er baumelt hin und her. Er baumelt hin und her. Und sie wiegt sich auch so vor und zurück. Und sie rascheln in den Wänden. Und er baumelt hin und her. Wer baumelt? Nella, wo ist der Ulf? Fragt der Tischler-Geselle, der Matthias Hoffmann. Wo ist der Ulf? Er baumelt hin und her. Und ich höre sie kichern und rascheln. Sie kichern und rascheln. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Wo baumelt er? In der Scheune. Er hängt in der Scheune. Ich wurde wach, weil ich sie gehört habe. Und Ulf war nicht im Bett. Und dann bin ich aufgestanden, um ihn zu suchen. Im Haus war er nicht, aber die Tür stand offen. Und als ich hinausging, hörte ich Ulf. Er war in der Scheune. Er schrie und ich hörte Lärm, dann Stille. Und als ich die Scheunentür öffnete, sah ich ihn. Er baumelte hin und her, hin und her. Ich hörte sie kichern und rascheln. Wir müssen dahin. Ich glaube, das sollten wir uns ansehen. Jetzt der Matthias Hoffmann, das ist Nella Eilers. Sie lebt mit Ulf. Der Hof ist eine Stunde von hier zu Fuß. Ist einer, der ein bisschen weiter außerhalb. Ja, ihr solltet da hingehen. Wir kümmern uns um sie. Wir kümmern uns um sie. Nella, wer denn? Wer kichert und wer raschelt? Sie kommen in der Nacht, sie sitzen in den Wänden, unter den Schränken. Aber sie sind da, ich kann sie aber nicht sehen. Ritsch, ratsch machen sie und sie kichern und lachen. Und sie hat auch die Arme so zerschnitten, wie das die anderen Dorfbewohner haben. Genau. Aber so genauso oder auch frische Schnitte oder vernarbte Schnitte? Unterschiedlich. Also es gibt welche, die älter sind. Aber es gibt auch welche, also nicht von heute. Also sie hat keinen Schnitt, der quasi jetzt gerade aufgehört hat zu bluten oder so. Aber so gestern, vorgestern, also da, also die halt gerade heilen. Die gerade beginnen zu heilen, so Schnitte hat sie schon. Genau. Also irgendwas Seltsames scheint ja auf jeden Fall vorzugehen. Ich nehme an, wir sollten sofort zur Scheune gehen und mal gucken, was da passiert. Genau, und der Matthias Hoffmann, der nimmt also die Nella quasi so bei den Armen und führt sie zum zu der Scheune im Ort und sagt, der Bauernhof ist einfach, ihr könnt ihn kaum verfehlen. Also ihr geht ein Stück den Weg zurück und wenn ihr an einer großen Ulme vorbeikommt, an der ein Kreuz eingeschlagen ist, also so ein Kruzifix, da müsst ihr einfach rechts ein Stück in den Wald und dann seid ihr schon bei dem Hof. Sag mal, hier, Kollegin mit der Kapuze, ich komme mal zu dir und flüstere dir mal so ein bisschen was zu. Du scheinst mir von allen noch diejenige zu sein, die so ein bisschen noch was im Köpfchen hat. Du bist doch besonders aufmerksam. Ist dir irgendwas hier im Dorf Besonderes aufgefallen? Was ist das mit dieser Nalla oder Nella? Tut mir echt leid, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Erbse. Aber ich glaube, wir beide als Team, das könnte gut klappen. Und vielleicht die mit ihrem Alfred, Alois, August, August. Nehmen wir mit, oder? Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir scheinen doch irgendwie die Vernünftigsten hier im Dorf zu sein. Ja. Wenn das irgendwer aufklären kann. Okay. Dann wohl wir. Ja. Die Vernünftigsten? Alles klar, cool. Ihr meint uns drei, oder? Uns drei. Ja, du kannst mitkommen. Ja, wir meinen uns drei. Natürlich. Du bist komisch, aber du kannst mitkommen. okay, also ihr drei und August, ihr zieht los und es ist auch wirklich relativ einfach zu finden. Also ihr geht ein Stück Weg zurück, findet das Kruzifix, biegt rechts in den Wald ein und seht dann auch schon den Hof. Also ihr seid jetzt nicht sofort bei uns, sondern steht noch zwischen den Bäumen und der Hof ist natürlich auf einer Freifläche und besteht aus einem Bauernhaus und einer Scheune. Und das Scheunentor, also ist quasi, weht so ein bisschen im Wind. Und auch die Haustür steht offen und weht so ein bisschen so hin und her. Und ja, sonst bemerkt ihr nichts. Also ihr hört, ihr seht nicht sowas wie Kühe oder Schafe. Das scheinen Bauern zu sein, die irgendwas anderes machen. Und es ist einfach immer nur dieses Das ist so das Einzige, was ihr bis jetzt hört. Also ihr steht noch zwischen den Bäumen. Ihr seid also wahrscheinlich von dem Haus aus nicht zu sehen. Ja. Genau. Was wollt ihr tun? Wir suchen nach einem Ulf, oder? Mhm, das war der Name, den Nella gesagt hat. Also das war die Frage vom,
von dem Tischlergesellen, Nella, wo ist denn Ulf? Und da hat Ich sie fürchte, den gesagt, gibt's nicht mehr. er baumelte hin und her, hin und her. Also wenn diese Tür oder dieses Tor Ulf heißt, dann lache ich mich immer scheckig. Dann liegt es wirklich am Appleboy. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, wir gucken uns hier einfach mal aufmerksam um, ob wir noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten entdecken können. Ja, also wollt ihr, also ihr tretet zwischen den Bäumen hervor und welches Gebäude wollt ihr? Scheune, Bauernhaus, was wollt ihr zuerst? Oder wollt ihr nur eins? Oder wollt ihr drumherum gehen oder so? Ihr könnt alles machen, wollt ihr draufklettern? Ich würde sagen, wir gehen in die Scheune, weil das ja offensichtlich das Gebäude war, von dem eben die Rede war. Mit gezogenen Waffen. Also ich habe auf jeden Fall hinter meinem Rücken einen richtig, richtig großen Hammer. Sieht aus wie eine viel größere Variante meines Schmiedehammers hervorgeholt. Ich gehe da nur mit gezogener Waffe rein. Ich gucke sie an und denke mir so, passt du denn so durch die Tür? Also So. wenn ich den Hammer quer nehme, dann geht das schon. Ich bin auch schwer beeindruckt. Ich bin schwer beeindruckt. Ich entwickle Sympathien für euch. Vielleicht könnte unsere Freundin mit der schönen Stimme ja ein wenig nach Ulf rufen. Ich glaube, sie kann das ganz gut. Wer ist die Freundin mit der Freundin? schönen Stimme. Welche die schöne Stimme? Also, Meinst du, habe ich eine schöne Stimme? naja, Meinst du also ich mich? habe das Gefühl, ja, so, Ja? da ist jemand, der sich relativ gut mit anderen Menschen versteht. Ja, meistens funktioniert das nur, wenn ich so Auge zu Auge mit denen kommunizieren kann. Also ich kann es natürlich probieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Flirten tatsächlich jetzt gerade so eine gute Strategie ist. Leute, seid ihr euch sicher, dass wir rufen sollten? Sollten wir Naja, nicht wenn es Ulf vorsichtig? ist. Sollten wir nicht vorsichtig? Leute, ich glaube, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich glaube ganz im Ernst, Ulf hängt oder er hängt in der Vielleicht macht Scheune. er auch ganz andere Sachen im Heu. Ich weiß nicht, Ja, ob er wollte so gerade richtig. sagen. Ja, also ich Nee, will ich tatsächlich glaube mal nicht, kurz. dass der noch lebt, ehrlich gesagt. Naja, es raschelt im Stroh. Irgendwie sowas habe ich gehört. Und Ja, baumelt ich hin und glaube nicht, dass her. Ulf Also. raschelt. Ja, Ich glaube vielleicht aber nicht, meldet dass er Ulf sich, raschelt, wenn sondern man sagt, eher, na dass Ulf? das raschelt, was ihn dahin gehängt hat. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen vorsichtig, lugen wir mal durch die Tür durch und versuchen mal so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Und je nachdem, was wir sehen, können wir dann entsprechend reagieren. Wer steckt denn als, also wer guckt denn als erstes durch die Tür? Wer ist denn, Ich würde mich anbieten, ich würde tatsächlich einfach mich vorwagen und versuchen, so also leise quasi so wie möglich. erstmal Jam, so, mehr hilf mich, so durch die Tür, so, oder gleich, bumm, hier bin ich, Nee, hallo! nee, also ich gehe wie eine Attentäterin leise, versuche ich mich durch diese Tür zu Oh ja, das ist gut. quetschen. Das ist gut. Und Also willst du richtig reinschleichen? sneaky, sneaky, ja. Ganz sneaky. Ja, dann mach doch mal, du hast einen Wert in Heimlichkeit. Der ist, genau. Und diese Anzahl an Würfeln, dass du die bitte würfelst. Genau. Auch wieder 6. Ja, dann würfel die. Und dann sag mir, wie viele du. Ich würfel auch mal. Ich habe 2 Raben und auch wieder einen Stern. Das ist super. Gut. Du weißt ja nicht, also du schleichst halt rein. Also du flutscht durch die Tür und es ist eine Überraschung, eine Scheune. Und die hat also unten ziemlich große, also ziemlich große freie Grundfläche. Dann siehst du irgendwie rechts ist so eine Werkzeugbank. Links steht so ein Wagen, wo man Heu draufladen kann. Und so, aber irgendwie keine Tiere dafür. Und dann ist ein Heuboden, der ungefähr so ein Drittel der Fläche quasi oberhalb einnimmt. Also der geht nicht, bildet kein ganzes Stockwerk, sondern quasi endet frei im Raum. Und da führt eine Leiter hoch, aber etwa in der Mitte steht so ein Querbalken heraus, um den ein Seil geschlungen ist. Und ein kurzes Stück hängt nach unten, das andere Ende führt oben zu einem Seilzug. Und die an dem Seilzug hängt, ja, du glaubst, wahrscheinlich ist es Ulf, also ein kräftiger junger Mann mit schwarzen Locken, der hängt dort und wirklich im Wind hin und her, so wie sie es beschrieben hat. Und es hat sich auch schon unten, siehst du, also ihm tropft von den Armen, er
ganz viele, also nicht nur so vereinzelte Schnittwunden, sondern wirklich die ganzen Arme aufgeschnitten, tropft quasi so das Blut runter, so. Genau. Was machen denn die anderen beiden? Also sie ist jetzt, Amalia ist durch die Tür. Was macht denn ihr beiden? Also ich flüster zu Henrietta rüber, die ist ganz schön krass, wie die leise und sneaky da gerade reingeschlichen ist. Ich glaube, die ist gut im Team. Aber sie kommt gar nicht mehr raus. Sollen wir mal gucken gehen? Sie kommt nicht mehr raus, dann lassen wir es besser nachgucken. Willst, ja, dann nach dir. Okay. Wollt ihr das auch? Mit meinem ganzen Blech. Wollt ihr auch schleichen oder wollt ihr einfach? Also ich kann es versuchen, aber also ich ja klar, könnt ihr versuchen. Also ihr habt ja auch jeder einen Heimlichkeitswert. Also wenn ihr da keine Punkte drin habt, nehmt ihr einfach den Attributswert. Genau. Und würfelt mal und sagt mir, wie viele Erfolge ihr habt. Genau, ich habe 4 Würfel. Ja, hau raus. Und einer zeigt einen Rabe und der Rest zeigt nichts. Ja, das ist, das würde man als einen Erfolg, genau, das ist ein Erfolg. Du müsstest, du hast 3. Ja, sehe ich gerade. Genau. Also gut, dann schleiche ich mal hinterher. Ich habe 2 Raben. Wow, okay, cool. Also, ihr flutscht auch herein und du bemerkst auch, Amalia, dass die beiden quasi durch die Tür, also sie warten ab, einen Moment, in dem die Tür aufgeht, schlüpfen den durch und dann bam, geht die Tür wieder zu. Was macht sie ja die ganze Zeit? Und auch ihr seht den armen, den bemitleidenswerten Ulf, der da an der Seilwinde hängt, hin und her, hin und her, sich bewegt. Ja. Ja, das funktioniert ganz gut, das Reinschleichen. Ich habe ja auch nur Lederstiefel an. So, und jetzt sind wir hier. Genau. Hören wir rascheln? Also sie hat ja von Rascheln geredet, dass irgendwie was raschelt. Also. Oder ist es wirklich nur das Scheunentor, was wir jetzt gerade hören? Bis jetzt hört ihr nur das Scheunentor. Es ist einfach auch, also das ist halt relativ laut. Also das sind ja immer nur so ein Augenblick. Bumm! Bumm! Also ansonsten hört ihr erstmal und vielleicht so ein bisschen das Quietschen der Seilwinde, wo der Körper hängt ja da dran und dann. Genau. Und ansonsten auch mit meiner Aufmerksamkeit kann ich nicht weitere. Du kannst mal, entdecken. Also ich meine, ihr guckt euch ja wahrscheinlich, ihr guckt euch ja um. Darf jeder von euch darf eine Probe auf Aufmerksamkeit machen und sagt mir mal, wie viele Erfolge er hat jeweils. Das heißt, du müsstest da, genau, also du müsstest 3 haben. Ich hab 3, ja. Genau. Nix. Ja, da ist nix. Oh Gott, diese Scheune ist leer. Und? Die anderen beiden? Ich sehe auch nix. Also, auch nix? Ich glaube, ich sehe nur den Wolf hier rumhängen. Ja. Ich habe eine Krähe. Ich glaube, ich schaue ein bisschen genauer hin und guck mal an. Da fällt, glaube ich, gerade ein ganz leichter Sonnenstrahl durch die Scheune und da fällt mir was auf. Na, genau, so ungefähr. Also das Erste, was dir auffällt, ist, dass der Ulf gar nicht, also wie ein Galgen, gar nicht da hängt, sondern das Seil ist um ihn rumgelegt. Also im Grunde nicht, also er hat keinen Galgen oder so, also es ist nicht wie ein Strick, sondern es ist im Grunde zwar auch um seinen Hals, aber im Grunde windet sich das um seinen gesamten Körper, das Seil. Also der ist nicht wie an einem Galgen hängt der da, sondern... Lebt der noch? Nein. Kann mal einer gucken, ob der noch lebt? Sollen wir den mal runterholen vielleicht? Ja, das wäre glaube ich eine Idee. Hier, Henrietta, du hast doch so einen großen Hammer. Vielleicht kannst du da mal gucken, ob du den runterschlagen kannst. Wow. Der hängt doch an einem Flaschenzug. Also wollen wir nicht einfach den Flaschenzug bedienen? So. Du kannst einfach den Flaschenzug bedienen, wenn kannst den runterholen. Also Henriette mit ihrem handwerklichen Geschick sieht die Konstruktion. Warum drücken wir nicht da einfach auf diesen kleinen Knopf und dann so das Seil und dann können wir ihn runterlassen? Ja, genau, Hammer-Idee. Also, kann man auch machen, ist okay. Hammer-Idee, ja. Okay. Also statt Boom, kurz runterholen. Okay, sie holt ihn runter. Der ist, also die,
Das Seil ist also mehrmals um ihn rumgewunden, was man eigentlich selbst schwierig hinkriegt. Und ist aber, wie gesagt, kein wirklicher Galgenknoten. Die Verletzungen an den Armen sind halt im Grunde frisch. Das sind tiefe Schnitte, wie von, also halt, ja, ihr seid ja Profis eigentlich, also ihr kennt euch mit Verletzungen aus. Das sieht mehr, also es sieht nicht aus, als wenn einer von euch mit seinem Dolch oder seinem Schwert da drauf fällt, sondern das sieht mehr so aus, naja, als wenn man sich mit einem Brotmesser tief schneidet. Also mehr so in die Richtung. Also das sieht aus wie Alltagsgegenstände. Also so, also das erkennt ihr halt daran, wie die Wunden gezackt sind und geformt. Das sind, genau, das waren keine wirklichen Waffen, die dafür gedacht sind, Leute, also nicht sowas, was ihr bei euch tragt, sondern eher so Alltagsgegenstände. Genau, die Henriette, magst du nochmal auf Aufmerksamkeit würfeln? Und nimm noch mal eine Idee. Das ist ja, ihr habt ja diese Ressourcen, mit denen ihr eure Würfel verbessern könnt. Wenn du eine Idee nimmst, nimmst du zu deinen Würfeln, die du hast, noch zusätzlich drei von diesen weißen Würfeln, also von diesen etwas helleren. Ja, das heißt drei grüne, drei weiße und eine Idee abstreichen. Genau so. Machen wir. So, hoffen wir mal, dass was Gutes bei rumkommt. Also, ich habe zwei Raben und zwei Gesichter. Ja, super. Das ist ein super Erfolg. Was dir auffällt, weil du bist einfach ja handwerklich geschult, und du beschäftigst dich viel mit Handwerk. Auf der Werkbank sind einzelne, also da hängen an sich alle Werkzeuge. Der Platz der Säge ist frei, der Platz der Schere ist frei, der Platz der Feile ist frei. Alles, was metallisch ist und schneiden kann, fehlt. Alle anderen Sachen, wie zum Beispiel der Klöppel, den man dann für Holztriebarbeiten benutzt, oder solche Dinge, die sind alle, also alles, was keine wirkliche Klinge hat oder nicht scharf ist, ist da, aber alle anderen, diese Gegenstände, die fehlen. Die sind alle weg. Und also Nägel sind zwar da zum Beispiel und so, aber alles so, diese Sachen sind weg. Ich Schnitzmesser stecke mir auch. ein paar Nägel ein in meine Tasche, weil ich loote gern. Ja, das ist kein Problem. Kannst Ganz dir ein paar Nägel unauffällig, aufschreiben. während Also, die anderen da sich gibt es weiter natürlich umschauen. die ganze Auswahl beim Zimmermannsnagel bis zum kleinen Ja, Holznagel. ich nehme von allem eins mit für mein Ein Gewissen. Nagel. Dann habe ich ja von allen Nägelsorten, nehme ich jeweils einen Nagel mit, einen etwas kleineren, einen ganz großen. Man weiß ja nie. Ja, man kann nie, ich verstehe, man kann nie wissen. Also, looten, wenn man looten kann, ja. Absolut. Nur Ich anders, würde dir noch diesen ja, schicken genau. Hammer empfehlen. Wie Ja, bitte? gut, aber die in Ich der würde dir We noch diesen schicken Hammer empfehlen. Den, oh, ja, meinst du? Meinst du? Ja, da hast du Damit recht, willst du gell? sonst den Also ich Nagel in nehme die mir den Wand Hammer hauen? mit. Ja, da hast du recht. Ich nehme den Hammer mit, ich nehme von allem einen Nägel mit und da sehe ich noch eine kleine Zange, so eine kleine Mini-Zange, aber Ja. man weiß ja nie. Den nehme ich auch mit. Ich beuge ihre Taschen und gucke, wo der ganze Kram Kein Problem. hingesteckt wird. Ich stecke die irgendwo in irgendwelche Ledertaschen, die ich noch so dabei habe. Bei mir sind Taschen an Stellen, wo man es gar nicht erwarten würde. Kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne diese Säge und so das alles suchen. Hat er das vielleicht, also der Ulf, an sich das Nee. irgendwo oder liegt das auf dem Boden? Ist das irgendwo aufzufinden? Nee. Aber jetzt ist auch so, also dass du die Verletzungen, also die, da gibt es anscheinend schon irgendwie einen Zusammenhang zwischen den Alltagsgegenständen und seinen Verletzungen. Nee, die sind nicht hier. Also sie sind nicht, du siehst sie nicht in der Scheune und du findest sie auch nicht bei ihm in direkter Umgebung. Genau. Und ja. Wollen wir mal in dem Haus nachgucken sonst? Weil ich glaube, hier haben wir jetzt alles abgesucht erstmal. Ich sehe hier nichts mehr. Seht ihr noch irgendwas, was Interessantes? Sehen wir sonst noch irgendwo Blut, außer an seinen Armen und möglicherweise auf dem Boden, da wo es halt drauf getropft ist? Also ihr sucht alles ab. Und die sucht dezidiert nach Blut. Ja, oben, also es sind mehrere, also wenn ihr die Leiter hochgeht auf dem Heuboden, sind halt mehrere Spuren, die sich quasi, also ihr habt den Eindruck, als hat er angefangen zu bluten, in dem Moment, wo er von der Leiter hochkam und sich immer mehr Richtung Rand bewegt.
Und da ist immer mehr, also das wird immer mehr das Blut. Und dann, klar, endet es in dem Moment, wo er anscheinend den Rand des Heubodens erreicht hat. Aber versteht ihr, wie ich meine? Er kommt die Leiter hoch und ab dem Moment beginnen die Blutspuren. Auf der Leiter selbst ist nichts und auch direkt unter der Leiter nicht. Und dann quasi auf dem Heuboden bis zum Rand und dann bricht natürlich die Blutspur ab. Genau. Also es muss sehr schnell gegangen sein. Dann sehen wir da noch von wem anders die Spuren oder war er wirklich, also sieht es aus, als wäre er allein gewesen. Da hätte ich gern eine Probe auf Erkennen. Das kann einer von euch machen. Oder ihr könnt auch jeder, wie ihr möchtet. Ich bin Ich Ja, bin mit dann meinen Nägeln macht jeder. Dann beschäftigt. Mir bitte. fällt nichts Das auf. ist Bei Erkennen den Nägeln. ist bei dir Drachenkraut ist 3. Ja, Genau. ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt erkenntlich bin gerade. Ich bin immer noch ein bisschen am Looten. Ja, Ich habe gut. einen Raben. Ich habe noch nicht ganz so mitbekommen, was die anderen jetzt gerade herausgefunden Wie haben. viel Rahmen? Ein? Einen. Ein? Und Amalia? Ich habe einen Raben und einen Stern. Also super. Ihr, ja, da sind Spuren. Und zwar von relativ kleinen Füßen, die haben Kratzer hinterlassen. Und zwar haben die aber nur 3 Zehen. Also die haben nicht. Oder also die haben halt, also ihr seht nur von 3 Zehen die Abdrücke, aber die Füße sind relativ klein. Also so wie, also größer als Kinderfüße, zwar, aber im Grunde immer noch keine Erwachsenenfüße, also größer als Kleinkinderfüße. Und die haben so Kratzer beim Gehen hinterlassen, als wären sie halt barfuß und hätten Krallen. Und davon seht ihr einige. Also bestimmt 8, 9, und die alle Richtung, also jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, was da irgendwie passiert ist. Der ist die Treppe hoch, die Leiter. Und ist dann angegriffen worden aus mehreren Richtungen und von den Angreifern immer weiter Richtung Rand gedrängt worden. Und ist dann halt irgendwie abgestürzt. Und irgendwie mit dem Seil um den Bauch, ob die das um ihn geschlungen haben, Seil um den Körper und um den Hals, ob die das um ihn geschlungen haben oder was auch immer, das ist nicht sofort ersichtlich. Aber das, er ist von irgendwas Kleinem in jedem Fall ab der Leiter angegriffen worden und dann bis zum Rand hat der Kampf getobt. Und das sind halt auch die Blutspritzer, der scheint an den Armen dann verletzt worden zu sein, was ja auch auf kleine Gegner hindeutet, weil er im Grunde versucht hat, das irgendwie immer abzuwehren mit den Armen und die haben ihn halt irgendwie zerschnitten und dann ist er irgendwie in das Seil gelangt und darunter gefallen. Aber das Seil sieht schon so aus, als hätte es jemand bewusst so um ihn. Also es Ja, sieht nicht aus, ja, als hätte ja. er sich verheddert. Nee, Okay. es sieht nicht aus, als hätte er sich verheddert. Also das, dafür ist es ja mehrmals um ihn rumgewunden. Also dann hätte er es entweder selbst machen müssen. Oder er hätte es sich halt quasi in das da reindrehen müssen und nochmal drehen und noch. Und das ist natürlich, also es muss irgendjemand um ihn rumgewunden haben. Genau. Langsam wird es halt mysteriös, wenn dieselben Wesen alle Dorfbewohner angegriffen haben. Warum haben alle anderen davon nichts mitbekommen oder vergessen? Oder sie verheimlichen das. Ja, oder das. Oder Vielleicht haben das. sie es aus Versehen, diese kleinen Tiere beschworen und wollen sie es nicht mehr zugeben. Ah, du hörst wieder zu, ja? Ja, Das sind deine natürlich, ich Taschen lausche vollgestopft. euch. Ja. Okay. Als ihr plötzlich da irgendwas von Krallen und sowas geredet habt, dachte ich mir, das Phänomen kenne ich doch irgendwoher. Sagt mir das irgend, also kenne ich eine Kreatur, die so klein Ja. ist mit so Zehen oder? Ja, aber halt, also klar, Werwölfe haben Krallen zum Beispiel und es gibt auch Dämonen, aber halt klein ist halt so. Die Ja, es meisten können Viecher, keine mit denen Mäuse ihr euch sein. auseinandersetzt, sind mindestens so groß wie ihr oder größer. Oder halt, also halt alle Arten von Werwesen sind halt meistens entweder menschengroß oder größer. Dämonen haben die Eigenart, echt mies groß zu sein. Und ansonsten, aber es gibt halt also viele Monster. Also ihr habt ja halt so verrückte Geschichten gehört, irgendwie aus den untergegangenen Niederlanden, was es da an Monster und toten Monstern gibt. Dann habt ihr irgendwie von so. In der Gegend um Wien soll es so fast so schwarz, also mit spitzen Ohren und so schwarzer Haut und weißen Haaren, so ganz grausame Wesen geben. Es soll ja alles Mögliche gibt's halt. Also deswegen, aber das wirklich so spezifisch, nein, das habt ihr noch nicht der Form. Genau. Habt ihr noch nicht angetroffen. Keiner von euch. Vielleicht war es ja August, während du geschlafen hast und nichts gemerkt hast, Henrietta. Was? Ich August traue würde deinem niemals Mädchen eine nicht. Fliege ein Haar krümmen. Ich weiß nicht, das sieht mir ein Oder bisschen so. suspekt aus. Wie lange kennt ihr euch denn schon?
Willst du mal streicheln? Ich habe ihn selbst gebaut. Ich war dabei bei seiner Geburt. Aber kennst du seine Vorgeschichte? So ein Tier hat doch eine Seele. Ich habe ihn gebaut! Während die beiden diskutieren, verlasse ich so rückwärts laufend die Scheune und... Ja, aber Henrietta, das weißt du doch gar nicht, Henrietta, was August macht. Henrietta, bitte! Ja, also ich gehe dann mal. Tee, Leute, ich würde... Oh Gott. Ich würde entweder jetzt tatsächlich vorschlagen, wir befragen nochmal die Dorfbewohner oder gehen in das nächste Gebäude. Entweder finden wir da noch weitere Hinweise auf irgendwelche spezifischen Wesen oder eventuell findet man ja auch ein Buch, was einem noch irgendwie hilfreich sein kann, um vielleicht eine gewisse Dämonenart ausfindig zu machen. Also du gehst raus und wie gesagt, ihr seid ja einfach wirklich erfahren in eurem Handwerk. Dir fällt sofort auf, dass die Tür zum Bauernhaus nicht mehr schlägt. Das ist schlecht. Zum Bauernhaus oder zur Scheune? Also nee, zur Scheune, klar. Also da ist ja, bam, also wenn ihr das nicht verhindert habt, bam, und auch beim Rausschleichen, du wartest einen Moment, gehst raus, bam. Aber die zum Bauernhaus hat ja auch immer geschlagen. Bam. Mhm. Und es tut sie nicht mehr. Und du, wenn du rüberblickst, die ist halt zu. Also richtig zugemacht worden. Also nein, die ist zu. Ja gut, wenn das jetzt so eine Auffälligkeit ist, würde ich tatsächlich sagen, ich gehe dahin und versuche die Tür zumindest erstmal zu öffnen. Ich weiß nicht, seid ihr denn noch irgendwie mit eurem Stuff beschäftigt? Habt ihr fertig diskutiert oder ich bin noch im Rausch Banken, aber ausdiskutiert? Du schleichst dich halt immer so weg, du bist so lautlos. Deswegen kriege ich nicht direkt mit, dass du gegangen bist. Und deswegen sage ich dann zu Herr Henriette, wo ist denn unsere Kollegin Amalia? Ja, da guckst du nur mit deinem August. Jetzt müssen wir Amalia finden. Nee. Also, komm jetzt mit. Wir gehen jetzt da raus und gucken. Auf geht's. Okay, nimm deinen Hammer mit. Nicht vergessen. Ich hab den kleinen. Den habe ich fest im Griff. Den vergesse ich perfekt, nicht. Perfekt. Ich hab große Nägel, gell, für deinen großen Hammer, falls du mal brauchst. Okay. Falls ich mal ein Bild aufhängen muss. Ja, man kann ja nie wissen. Alfred, an dem anhängen willst. Es kann immer... Next Quest, Bild aufhängen. August meine ich, nicht Alfred. Ja, also ihr kommt raus und seht halt, wie Amalia sich aufs Bauernhaus zubewegt. Und euch beiden fällt es halt auch sofort auf, als erfahrene Jäger, dass die Tür zum Wohnhaus nicht mehr schlägt. Nicht mehr im Wind schlägt. Ja, hinterher. Da lassen wir doch unsere Amalia nicht alleine. Da muss ja irgendwas... Da passt da irgendwas nicht. Aber ich würde vielleicht nicht direkt reingehen. So, ich würde lieber so von außen vorsichtig reingucken, vielleicht, falls es irgendwo geht. Ja, vielleicht. Amalia, also willst du nochmal reinsneaken? Du kannst es doch so gut. Wollen wir die erstmal gucken? Ja, sie soll reingucken. Achso. Ich dachte, du meinst, sie soll direkt reinsneaken. Ja. Also es gibt halt vorne die Tür und links und rechts sind halt kleine Fenster, durch die man gucken könnte. Okay. Amalia, was sagst du? Du warst zuerst hier. Ist dir was aufgefallen? Ich würde ein bisschen rumsneaken und mal schauen, erstmal durchs Fenster gucken vielleicht und dann eventuell auch probieren, die Tür aufzumachen. Dein Blick fällt in die gute Stube und entdeckst halt einen Ofen, da steht eine Holzbank, in der Nähe des Ofens, damit man sich warm halten kann, ist ein großer Tisch und so. Und auf dem Tisch steht ein Wesen. Können wir mal das einblenden, ich habe zwei Bilder geschickt, nicht die, also das eine davon, also ich kann es auch mal hochhalten, vielleicht sieht man es dann. Also ein etwa ungefähr ist so groß wie, ist ungefähr so groß vom Tisch aus, hat bläuliche Haut, hat spitze Ohren, gelb leuchtende Augen, ganz scharfe Zähne und lange, lange Arme, also lange, dünne Finger. Und ihr seht, dass aus den einzelnen der Fingerglieder sind durch Messer ersetzt und durch Scheren und dann hier ein Stück Säge. Und hat halt so ganz lange, zerfledderte Ohren und hockt halt auf dem Tisch und guckt sich gerade mit seinen Fingern eine Gabel an.
Ich deute zu meinen Kollegen hin und hole die mal zu mir hin und bedeute denen halt leise zu sein und da wirklich vorsichtig auch mal durchs Fenster zu gucken, damit sie das Wesen auch sehen können. Ich hätte gern von allen eine Heimlichkeitsprobe. Mal gucken, ob das Viech euch bemerkt. Toll. Auf jeden Fall sehe ich das, dass das eine Gabel hat. Ich will die Gabel, das ist mein Loot. Wir müssen da rein. Mach mal. Ich habe 3 Raben und 2 Sterne. Okay. Ich habe einen Raben. Und ein Raben. Ich habe einen Stern. Also ihr seht, es ist jetzt eingeblendet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Es ist jetzt eingeblendet. Und es ist, also als dann, wer hatte den einen Raben? Wer war das? Entschuldigung. Ich habe einen Raben. Okay, als du dich dem Fenster näherst, du kommst halt irgendwie an so einen Blumentopf, der da steht mit deinem Hammer, fährt es herum, lässt die Gabel fallen und springt vom Tisch und verschwindet. Abgehauen. Ja, es ist halt irgendwie, es springt von, also lässt halt Gabel fallen, springt auf den Boden und ihr seht ja nur durch so ein kleines Fenster. Also das ist ja, also es rennt halt außerhalb eures Sichtfeldes. Es ist so. Und es ist halt auch wirklich nur, also vom Tisch aus irgendwie, es ist halt irgendwie, irgendwie nur so groß. Ist dann einfach weg. Also aus eurem Sichtfeld. Ich fluch ganz schnell und sage, okay, shit, wir müssen jetzt ganz schnell rein. Das hat uns jetzt eh entdeckt. Also würde ich mal sagen, wir gehen ganz schnell zur Tür und versuchen, die aufzukriegen und reinzugehen. Die ist nur zugemacht worden. Also wirklich so klack zu. Könnt ihr aufmachen, also ganz normal. Perfekt. Dann gehen wir rein. Let's go. Seid sofort in der guten Stube. Ich schnapp mir die Gabel. Schnapp dir die Gabel. Die Gabel möge deins sein. Wir können die ja inspizieren. Vielleicht sehen wir daran irgendwelche DNA-Reste von dem Wesen. Ein Haar oder irgendwelche, irgendwas, was auch immer. Also so. Gut, so haben die Haare, CSI, weiß ich nicht, aber könnt ihr angucken. Okay, willst du das dir jetzt genau angucken oder später? Nee, ich habe erstmal die Gabel in der Hand. Okay, ist erstmal eine Gabel. Du bist bewaffnet mit einer Gabel. Aber das Viech seht ihr nicht, aber ihr hört in den Wänden so tak, 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 tak. Und auch aus mehreren Richtungen, auch so unterm Boden so so Geräusche, so Trippeln zum Teil und Knarzen in den Wänden und unterm Boden. Ist irgendwo ein Loch, wo man sieht, dass sie da reingekommen sind? Also... Also ihr seid ja in der Stube. In der Stube erkennt ihr erstmal keins. Dann führt aber von der Stube aus geht's dann halt, wie diese Häuser früher gebaut waren, geht's halt nach hinten weiter. Da ist dann irgendwie eine Vorratskammer und dann führt eine Treppe nach oben. Also das linke Hand eine Vorratskammer, rechte Hand geht eine Treppe nach oben. Und dann ist halt so eine Art kleiner Stall, in dem aber aktuell keine Tiere sind. Warum auch immer. Es sind einfach keine Tiere da. Wo also normalerweise Schafe und Schweine werden ja von den Bauern mit in den Wohnhäusern gehalten, sind nicht da. Auf den ersten Blick, nein, erkennst du kein Loch in der Wand oder so. Also nicht hier, im Erdgeschoss. Nach dem ersten Umblicken. Und das Viech siehst du auch aktuell nicht. Du hörst nur, das Trippeln wird auch immer leiser und dann wird's still auf einmal. Also als ihr dann so... Ich guck mal hier in den kleinen Stall, ich guck den Gang lang, ich guck in die Vorratskammer. Irgendwann wird's still. Also irgendwann hört dieses Trippeln auf. Ja gut, zumindest wissen wir jetzt den Übeltäter, würde ich sagen. Ja, mein Guess ist vom Tunnelsystem oder so. Weil irgendwo müssen die ja hin verschwunden sein. Oder ich guck mal nach draußen, ob die jetzt gerade vom Haus weglaufen oder so. Weil oh, das ist gut, ja. Geh mal rausgucken. Ihr seht aktuell niemand. Also ihr könnt ja quasi nach vorne nur gucken. Also vorne läuft niemand, also aus der Richtung, aus der ihr gekommen seid, in die Richtung, also da läuft niemand weg. Also da seht ihr nichts weglaufen. Da ist noch immer der dunkle, düstere Wald, der im sich langsam dreuenden Abend längere Schatten. Ich würde ja gerne nochmal mit den Dorfbewohnern sprechen. Also, dass wir zumindest wissen, ob sie was wissen und wenn ja, warum sie uns angelogen haben. Meint ihr? Ich hätte jetzt eine Wand eingerissen. Ich weiß nicht. Ich finde Menschen ziemlich sass und ich glaube, die haben schon ihren Grund gehabt, warum sie uns nichts von denen erzählt haben, wenn sie wüssten, dass die da wären. Ich weiß nicht, manchmal lügen Menschen aus unkenntlichen Gründen. Vielleicht war es ihnen unangenehm und peinlich.
Und warum sollten Sie jetzt die Wahrheit sagen? Weil wir jetzt wissen, womit wir es zu tun haben. Eventuell leichtet es denen ja, die Wahrheit zu sagen. Aber Tanzikatz kann gern mit ihrem Hammer auch hier eine Wand einschlagen und dann wissen wir bestimmt mehr. Und dann kommen die Dorfbewohner bestimmt sowieso her und müssen uns erklären, insofern. Da bin ich dabei, liebe Henriette und Albus, let's go. Also Henriette freut sich, was kaputt machen zu dürfen. Dann, was für eine, also nimmst du so nach dem Zufallsprinzip, ich nehme mal die Wand oder ich nehme mal die Wand. Oder, kein Problem. Nein, es ist richtig, also es ist ja einfach, es hat den ganzen Tag geregnet, also da kann man auch mal ein bisschen niesen müssen. Also nach welchem, also einfach so, ja, Wand hier, Wand da oder gibt es irgendwas, was dir wichtig ist oder machst du einfach mal das Aufräumkommando? Ja, hau mal überall dagegen, oder? Ich würde nicht so viele Löcher machen, wer weiß, wenn die da alle auf einmal rauskommen, sind wir umzingelt von Gegnern. Also ich würde an einer Stelle ansetzen und da mal gucken, ob man da was sieht in den Wänden. Erstmal nehme ich eine Wand. Gucken wir erstmal. Okay, also das ist auch kein Problem für dich. Die kann weder ausweichen noch parieren. Die hält einfach still die Wand. Du holst aus und verpasst dir eine. Und dein Hammer ist ja ist ziemlich gut dafür geeignet, Löcher in Wände zu machen. Also du schlägst rein, ziehst den raus und das ist, also die Wände in diesem Bauernhaus sind relativ dick und eigentlich ist es so, das wisst ihr, weil man hat zu der Zeit noch miterlebt, wenn Häuser gebaut wurden, sollte eigentlich, wenn man da reinschlägt, man entweder bis zum anderen Ende durchkommen oder eine Füllung sehen. Aber das tut ihr nicht, sondern es ist im Grunde, naja, eine ganz dünne Schicht, die schlägst du durch und dahinter ist hohl. Das ist einfach wirklich einfach hohl. Wohl ausgehöhlt worden von diesen Viechern. Krass, ja, die leben bestimmt irgendwie in den Hauswänden und haben irgendwie unterirdisch miteinander verbunden, oder? Ja, sonst wären sie nicht abgehauen, oder? Also irgendwo müssen sie ja hin sein. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, Tunnelsystem wahrscheinlich. Wollen wir mal gucken, ob wir das finden? Ich will eigentlich nicht das ganze Haus kaputt machen, am Ende muss ich das noch bezahlen, aber... Ich glaube, von den Dorfbewohnern wird sich keiner um Geld bitten. Das wird sich, glaube ich, keiner trauen. Du hast einen ziemlich großen Hammer und bist nicht Schmied. Und hast August. Und den Ulf, der hier wohnt, den gibt es ja eh nicht mehr. Ja, stimmt. Ich glaube, Ulf hat nichts dagegen. Stimmt. Ja gut, ich ja, dann mache ich ein Loch im Boden und guck mal, ob ich da einen Tunnel finde oder so. Also das dauert auch nicht lange, weil das zu finden, ja, du findest irgendwann im Grunde auch zur guten Stube hin, wo quasi aus dem Boden in die Wand ein Tunnel führt. Aber der Tunnel ist nur, also hat quasi nur so einen Durchmesser, sodass sich das Viech, was ihr gesehen habt, so gerade da durchquetschen kann. Also für euch keine Chance, aber der führt halt einen Tunnel weg. Kommt August da rein? Kann er da mal gucken gehen? Ja, ich kann halt nicht durch ihn gucken. Er kann halt höchstens, ich habe ein bisschen Sorge, mein Schoßhündchen da reinzuschicken. So, was, also. Er kann auch nicht reden, er kann nur bellen. Er kann mir nicht wirklich berichten, was er dort findet. Also geht der Tunnel nach unten weg oder auf die Seite? Also aus eurer Sicht erstmal nur nach unten. Du kannst ja einen Arm reinstecken oder so und gucken. Ich könnte auch mal die Gabel reinschmeißen und gucken, wann sie aufkommt. Dann wissen wir, wie tief der Tunnel ist. Ja, du könntest eine Gabel oder einen Nagel oder einen Hammer. Du hast so ein paar Sachen dabei. Mhm. Ja, ich kram mal in meinen Taschen umher und ich sehe den kleinen Hammer. Ich gucke zu dem Hammer von Henriette, gucke wieder zu meinem Hammer und denke mir so, naja gut, der wird wohl nicht mehr gebraucht. Also schmeiße ich den Hammer in die Rohre und gucke, wann er aufkommt. Und also daran... das geht super schnell. Okay. Also du würdest denken, das sind so 30 Zentimeter oder so. Und dann. Ach, der Hammer, ich sehe ihn noch, der steht ja genau, da. Genau, okay. Es ist nur halt, es ist klar, also ihr guckt halt ohne Taschenlampen, Kerzen, egal was es gibt keine Taschenlampen, aber ohne Kerzen und sonst was, halt in so ein Loch. Und das ist halt, wenn das 30 Zentimeter tief ist, ist es halt sofort dunkel. Also du könntest doch, also du siehst jetzt quasi okay. So im letzten Licht noch den Hammerstiel, du könntest den Hammer wieder rausziehen. Ich will dir ja deinen Loot nicht. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ja. Genau. Cool, also es ist nur ziemlich, ziemlich flach. Genau, das also heißt, es kommt relativ genau, nah wie du gedacht hattest, von der Seite. Also genau wie du es erwartet hattest, kommt es von der Seite. Das
Das Gangsystem. Ist noch komplett. Ja, dann lass den Boden aufhämmern und gucken, wo das Rohr hingeht. Ja, bin ich dabei. Also meine Vermutung wäre, dass es einfach zum Dorf geht, oder? Und damit, wenn wir jetzt über eine Stunde Fußweg das ganze Rohr aufhämmern, Immer mal also wieder eine Probe. wir Das können ja mal kriegen wir gucken, in hin. welche Richtung es geht, aber Ja, ja. meinst du, dass es ins Dorf? Sind wir nicht im Dorf? Wir sind etwas außerhalb, ne? Eine Stunde Ich hab's schon ungefähr. wieder vergessen. Ja, eine Stunde ungefähr weg. Sieht Ich man meine jetzt ab und schon, an in mal für welche eine Richtung Probe. das geht? Sorry, wofür? Also, wenn ihr noch irgendwie so ein, zwei im Haus noch ein, zwei Stellen aufhämmert, also es geht halt im. Also die grobe Himmelsrichtung wäre das Dorf. Wäre die grobe Ja, davon gehe Himmelsrichtung. ich auch aus. Vermutlich recht. Davon Okay, gehe ja, ich aus. dann bin ich einfach dafür. Wir gehen tatsächlich in Richtung Dorf zurück. Und können da ja ab und an nochmal. In die anderen Häuser gehen und dort die Wände aufballern, bin ich dafür. Nochmal eine Frage. Die Scheune, ist die auch mit so einer dicken Wand oder ist Nein, das Holz? das Also da Holz. können die nicht in den Wänden sitzen. Nee, in der Scheune können die nicht in den Wänden sitzen. Okay. Also du baust es ja so dick, um es im Grunde zu isolieren. Und in der Scheune, wem soll da kalt sein? Außer der Werkzeugbank. Oder vielleicht Und dem den Pferd. Tieren, die offensichtlich nicht mehr da sind, die von diesen Viechern entweder gefressen wurden oder die anders abhanden gekommen sind. Ja, das ist Ich richtig, frage. aber die Menschen interessiert nicht so richtig, ob den Tieren kalt ist. Das ist halt im 18. Ja. Jahrhundert. Ja. Sind Ich frage das. mich gerade so ein bisschen, was der auch von der Gabel wollte. Ja, Ob das true. irgendwie, ob der angezogen ist vom Glitzern der Ich hab die mit Gabel oder dabei. so. Vielleicht Habt sollte ihr man die noch? doch nochmal irgendwie beäugen, bevor man mit Ja. Krawall irgendwie das ganze Dorf niederhämmert. Vielleicht ist die aus echtem Silber. Vielleicht haben die Leute oder diese Wesen irgendwie einen Silberfimmel, weil ich glaube, die haben ja auch silberfarbene Krallen, wie ich gesehen habe, und so silberfarbene Verzierungen am Ohr hat man gesehen. Vielleicht Genau, sind das so Silbersammler. das sind halt, das sieht aus wie so Klingen. Also die Gabel ist aus einem einfachen Metall, aus Zinn, so irgendwie. Also es ist keine Silber, das ein Bauer kann sich keine Silbergabel leisten. Also das wäre schon auffällig. Aus Zink? Ist egal. Ist auf jeden Fall ein einfaches Metall, kein wertvolles Metall. Ist halt wirklich eine ganz einfache Gabel. Ich hätte Aber jetzt leuchtet vermutet. vielleicht, glitzert ein bisschen Ich vielleicht. hätte jetzt eher vermutet, dass er geguckt hat, ob das Ding scharf ist, um es sich an seine Hände dran zu bappen. Der hat sich ja auch die ganzen anderen Werkzeuge an die Hände geklebt oder keine Ahnung, wie das da dran gekommen ist. Naja, Aber ich das habe wäre es jetzt nicht meine richtig Vermutung. gesehen. Vielleicht waren das auch einfach seine Krallen. Nee, das sind schon, also das sind, sind schon irgendwie so Klingen. Also das sind schon so von Messern und dann von Scheren und von, also auch mal irgendwie so von einer Säge, ein Sägeblatt und so. Genau, also größten, also meiste sind irgendwie Messerklingen, aber auch andere Sachen, die auf Alltagsgegenstände hindeuten. Das heißt, die fressen das und dann werden das Teile des Körpers? Wäre das eine Idee? Ja. Oder sie stecken sich das drauf. Am besten lootest du doch ein paar von den Dingern und dann kommen die wahrscheinlich automatisch an. So. Ja, wir könnten ein paar Messer, Küchenmesser und so weiter, könnten wir im Dorf zusammensuchen und auf einen Haufen machen. Vielleicht lockt es die an. Bin dafür. Aber vielleicht sollten Apropos. wir zuerst auch die Leiche noch wegschaffen von Ulf, weil ihr wisst ja, es gibt in dieser Welt auch Ghule und andere komische Wesen, die sich an Leichen vergreifen. Vielleicht sollten wir irgendwie zuerst die Leiche verbrennen oder irgendwas. Ja, netterweise Oder einfach die vielleicht mit Scheune ins zu machen. Dorf nehmen und den Ach so. Dorfbewohnern überreichen. Ja, wenn die auch irgendwo vergraben bullen, andere Monster, die Also vielleicht so, wieder was die aus. gemacht haben mit dieser Hexe, die vielleicht gar nicht da war, will ich nicht wissen, was die mit dem Ulf machen. Ja, oder sie denken, wir hätten Ulf umgebracht. Das wäre halt semi-optimal. Naja, Ja, die fehlt der doch die war ja Schulter an schon. den Armen. Ja, und die Nala, Nena oder so hat doch auch schon gesagt, dass er da rumbaumelt. Also insofern. Ja, auch wieder war, okay, nehmen wir Ulf mit. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zur Scheune und nehmen den Den Ulf Ulf. und schleifen den so. Ja, okay, schleifen wir jetzt vielleicht nicht die optimale Lösung, um ihn ins Dorf zu Ach, transportieren. Henriette ist stark, ich trag den. Ja, Okay, sehr gut. großartig. Okay. Klar, ist anstrengend und ist auch unangenehm, eine Leiche zu tragen, aber gut. Ja, ihr
lasst den Hof von Nella und Ulf hinter euch und erreicht dann nach einer guten Stunde und es ist langsam, also es ist, die Nacht bricht eindeutig herein. Erreicht ihr das Dorf wieder und es ist jetzt auch so, dass die Scheune ist zu, wo vorher alle, also die ist halt zu und ihr seht vereinzelt hinter Fenstern in den Häusern halt Licht brennen. Aber es ist nicht mehr so, dass die Menschen alle auf einem Haufen stehen. Genau. Deswegen, also ihr kommt im Grunde in ein Dorf, das sich schon in Richtung zur Ruhe begibt. Wo die Leute ja, ich würde sagen, wir teilen uns auf, klopfen überall und fragen nach Messern und solche Sachen und Sägen. Nicht erstmal um erstmal Ulf abgeben, würde ich sagen. Also wenn wir mit der Leiche da klingeln, ich brauche ein Messer, so, gebt mir eure Brotmesser. So. Das will ich mit Ulf. Leg den weg, ich will jetzt hier Ergebnisse sehen. Also erstmal irgendwie zur Kapelle oder so, falls da gerade jemand ist und arbeitet, irgendein Pater, keine Ahnung, wer da arbeitet. Für Ulf oder für wen jetzt? Ja, ihr hattet ja mitbekommen, also, dass der erzählt hatte, dass der Pfarrer aus einem Dorf nebenan kommt, dass der morgen kommt. Also die haben eine Kapelle, wo sie quasi privat für sich beten können. Das haben, ist bei vielen kleinen Dörfern so. Aber die haben keinen fest, also es ist zu klein, haben keinen festbestellten Pfarrer oder Pastor oder was auch immer. Also da ist nicht zu erwarten, dass da jemand ist, genau. Also ihr könnt es machen, klar. Also ihr könnt den auf geheiligtem Boden quasi ablegen und da liegen lassen. Oder ihm bestatten oder mit Verbrennen. Bestatten ist nie gut. Mit Pferdepipi übergießen, das machen die hier ja auch anscheinend. Also da haben die bestimmt ganz viel von hier. Es muss jemanden geben, wahrscheinlich gibt es irgendjemanden, der das sammelt. Ja. Der Pferdepipi-Sammler. Gibt es ein Haus, das irgendwie vielleicht ein bisschen reicher aussieht, dass da wir vermuten würden, dass da dieser Dorfsprecher drin wohnt, weil vielleicht fragen wir den einfach mal, was wir mit dem Ulf jetzt machen. Der war ja der Tischler. Also es gibt halt, es gibt keine richtigen Schilder, weil Lesen und Schreiben ist in dem Dorf, können nicht viele. Aber es gibt natürlich ein Haus, wo außen als Schild also Tischlerwerkzeug hängt. Also genau. Also im Grunde Schreinerwerkzeug als Symbol. Ihr seht auch, dass über der Schmiede hängt halt Schmiedehammer und Amboss und beim Tischer halt im Grunde Hammer und Nägel so ein bisschen stilisiert und also die Berufe sind an den Zeichen außen auf den Schildern zu erkennen. Und er hat ja gesagt, er ist der Tischler, der Gottfried folgt. Das ist für euch leicht zu erkennen, das Haus. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin und klopfen. Ja, also er öffnet euch auch quasi sofort die Tür, da brennt auch Licht hinter dem Fenster. Ah, da seid ihr. Oh mein Gott! Ist das Ulf? Wir vermuten es, wir kannten ihn ja nicht, aber wir kamen leider zu spät für ihn. Oh, was ist denn passiert? Hat er sich erhängt? Also die Nella, die ist jetzt, die ist beim Schmied und die schläft jetzt. Weil die war ganz aufgelöst und die hat gesagt, hat er sich erhängt? Nein? Okay. Was ist denn? Der Ulf wurde attackiert. Ach. Von einer Hexe. Wesen. Und zwar keine Hexe. Okay. Das sind vermutlich auch dieselben Wesen, die euch diese Schnitte auf den Arm zufügen. Also er verschämt greift er zu seinen Arm. Okay, und was für Wesen sind das? Kommt erstmal rein und was machen wir denn jetzt? Also ihr seid doch, was machen wir mit Ulf? Also ihr könnt ihn doch nicht, also wir können den, was machen wir denn jetzt mit dem? Na, wo ist euer Pferdepipi-Vorrat? ich frage mich gerade. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich schicke meinen Sohn los. Carsten, geh zu Willi. Hol mehr Pferdeurin. Wir müssen die bösen Geister abwehren, dass der Ulf auch auf jeden Fall vernünftig bestattet werden kann. Und wir brauchen Knoblauch. Wir brauchen viel, viel Knoblauch. Und weg alle. Wir machen eine ordentliche christliche Bestattung mit Knoblauch, Pferdepipi und Enthaupten. Und Eisenhut müssen wir auf dem Grab pflanzen. Ja, ihr habt recht. Wie konnte ich das vergessen? Das ist ganz, ganz grundlegend. Ja, so ein kleiner Junge flitzt halt los. Ja, dann lasst ihn so lange hier liegen. Wir kümmern uns darum, um eine ordnungsgemäße Bestattung. So wie man das mit Verfluchten halt so tut. Aber wieso ist der denn jetzt auch wieder verflucht?
Ist doch was. Habt ihr das nicht Gesundheit. gerade? Kommt mal rein, ihr Sorry. seid ja, ihr seid ja ganz Ich finde, wir sollten da nicht reingehen, Leute. Das ist mir sehr suspekt. Ich glaube, meine Da Kollegin hat verhandelt eine jemand was. Pferdepipi-Allergie oder so. Das Oh, auch, ist das aber nicht in. trotzdem. Sag mal, Amalia, wie treu, gutgläubig bist du eigentlich? Wir müssen doch hier ein bisschen, wir kennen die Leute nicht und hier spukt's und hier sind die kleinen Wesen unterwegs und er behauptet, er weiß von nichts, hat aber, also das ist ja offensichtlich, dass da was nicht stimmen kann. Wir Ja, sollten also auf jeden dringend Fall. jetzt diese Aber kleinen Wesen hier wieso, finden, was gucken, haben wir was denn hier rauskommt. getan? Wir sind doch, wir Nichts. sind ganz Ich will nicht mehr. gottesfürchtig. Das ist mir alles zu blöd. Ich werde jetzt gucken, wo diese Wesen herkommen. Ja, Okay. also vielleicht könnte man fragen erstmal so, also was sind denn das für Wesen? Und ihr könnt mir ja nichts erzählen, dass ihr die noch nie gesehen habt. Wenn ihr alle diese Schnittwunden habt, dann habt ihr euch ja alle schon gegen die zu wehren Eben, ihr könnt gewusst. Amalia nichts erzählen. Guckt sie euch Ja. an. Okay. Ihr aus der Stadt seid echt verrückt, aber okay. Also wir wissen das wirklich nicht. Ich meine, was sollen wir denn tun? Wir sind einfache Dorfleute. Wir haben diese Hexe beseitigt und dann wachen alle mit diesen Schnittwunden auf und unsere Messer sind weg, unsere Scheren sind weg und unser Scherenschleifer kommt schon kaum nach uns neue und unser Schmied uns neue Sachen. Aber was sollen wir denn machen? Wir wissen gar nicht, was für Wesen. Wir dachten halt, also eigentlich, deswegen haben wir ja gemeldet, dass wir eine Hexe umgebracht haben, dass die Hexe irgendwas angestellt, also uns verflucht hat, dass quasi der Matthias hat nicht schnell genug zugeschlagen. Und so, er wird trotzdem mein Schwiegersohn. Also man muss ihm das ja nachsehen. Und dass das halt irgendwann vorbeigeht oder dass Leute wie ihr, also dass der, wir hatten ja die Hoffnung, dass Leute wie ihr geschickt werden und dann uns von dem Problem der Schnitte und der verschwindenden Messer, aber wir haben wirklich, glaubt mir, also ich schwöre, also hoch und eilig auf die Bibel, alle Heiligen und die Propheten und alles, dass wirklich, wir haben nichts damit zu tun. Also wirklich gar nichts. Wir sind hier so ein bisschen die Leidtragenden und unsere Sachen verschwinden. Wir werden geschnitten. Ulf ist einer von unserer Gemeinde. Welches Interesse hätte denn unsere Gemeinde, den Ulf, der wirklich ein ganz toller, also einer unserer besten Schafzüchter ist, was für ein Interesse hätten wir denn da irgendwie den da umzubringen und die Nella so zu verstören und was für kleine Wesen überhaupt. Ich verstehe euch nicht. Ihr müsst mir aber glauben. Oh, von Umbringen hat keiner geredet. Jetzt werde ich aber hellhörig und gucke meine eine Kollegin an und die schnuppert so ein bisschen nach Kräutern und frag sie mal, sag mal, hast du vielleicht irgendwelche Kräuter dabei, die uns dabei behilflich sein könnten, ihn dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen? Es riecht nach Bösem im Busch. Okay. Also Meint wir ihr haben nicht, dass er... wirklich, also ihr müsst mir glauben und ihr habt doch, guckt ihn euch doch an. Die Arme sind zerschnitten. Der scheint also. Und ich habe euch gefragt, ob er sich erhängt hat. Und ihr habt Ja, wir gesagt, haben nein. Ihr habt gesagt, er wurde umgebracht. Von die kleinen Kräuter dabei. Wesen. Das habt ihr Ja, ich gesagt. hätte da Ja. was. Ja, gute Idee, gute Idee. Hol doch mal, guter Ja. Mann, hol doch noch mal ein bisschen Apple White Ja, zu der ja. Beruhigung, dass wir noch mal anstoßen können Du hast hier. recht. Es tut uns so leid, dass wir diese Ja. Anschuldigung getroffen haben. Wir, Überzeugt. ihr, Ich ihr lasse uns wollt, auf. ihr Diese wollt. Beruhigung brauchen wir Jetzt erstmal ein kommen bisschen halt Apple Leute und die haben halt, also ihr seht, die haben große Säcke mit Knoblauch dabei und irgendwie so ein Holzeimer mit einer stark riechenden Flüssigkeit. Und dürfen wir? Wir würden ihn jetzt nach allen Regeln der Kunst. Mach erstmal das Pferdepipi drüber. Wir würden ihn jetzt nach allen Regeln, wir würden ihn jetzt bestatten, damit Das seine macht ihr Seele. doch hoffentlich draußen, nicht hier in Ja, dem Haus. natürlich. Wir werden jetzt hier nicht mit. Also sie nehmen ihn halt mit, aber sie fragen euch im Grunde, also ob sie ihn mitnehmen Das ist dürfen. eine gute Idee. Geht mal alle zur Kapelle. Wir bleiben hier. Okay. Und er, also der Gottfried folgt. Okay, wollt Appleboy jetzt hier? Also okay, was? Also Später. okay. Also er holt halt so drei Bembel. Also er holt ein Bembel raus. Also so ein Tonkrug mit wo anscheinend Appleboy drin ist. Holt dann drei so also für sich an oder vier kleine Tonkrüge raus, gießt Appleboy ein und also ihr müsst uns wirklich glauben, wir haben wirklich, also wir hätten doch niemanden gerufen, wenn wir daran schuld wären. Also, ihr habt euch die Geschichte mit der Hexe quasi ausgedacht, damit Jäger Nein, zu euch kommen nein, und nein, das uns ist wirklich euch zu passiert. Nein, helfen? nein, 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 es ist wirklich genauso. Also wir haben das, was passiert ist. Also die Hexe kam, der Matthias hat
Die Hexe hat versucht, uns irgendwie, oder hat vielleicht ist es ihr gelungen, uns zu verfluchen. Und seitdem haben wir halt diese Schnitte und der Kram verschwindet. So, wir dachten erst, okay, wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen mit der Hexe und so, weil man weiß ja nicht, also hinterher sagt der Graf, er findet der, oder der empfindet der Landvogt, er findet eine Steuer auf, ihr wisst ja, wie das ist, die erfinden dann irgendwelche Steuern auf Hexenschlagen oder so. Und dann müssen wir alle Steuern zahlen. Deshalb dachten wir, wir behalten das mal für uns, wir lösen unsere Probleme hier auf dem Land selbst. Ja, und dann fing das halt an, dass wir an diese Schnitte an den Armen und unserem Messer verschwinden, unsere Sägen und so. Und wir dachten halt, okay, wir sind halt verflucht worden von der Hexe. Der Matthias war halt zu langsam mit der Axt. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, dann brauchen wir irgendwie Hilfe. Und wenn wir aber sagen, stellt euch vor, wir hätten dem Landvogt gesagt, ja, unsere Sägen verschwinden und wir haben immer Schnitte am Arm. Meint ihr, er hätte so fähige junge Damen wie euch geschickt, die sich mit sowas auskennen? Also haben wir gesagt, okay, wir haben eine Hexe erschlagen. Weil wenn wir gelogen Was hätten, ja auch stimmt. genau, und wenn wir gelogen hätten, wäre jetzt ja genau das passiert, was jetzt passiert ist, dass ihr anfangt an uns zu zweifeln. Aber wir sind echt nur einfache Leute. Wir wollen doch, guckt euch an, also habt ihr hier irgendwo eine Waffe gesehen? Wir haben eine Axt, die ist halt logischerweise Tischler, aber hier ist keiner bewaffnet. Wir sind einfache Leute, die morgen eine Hochzeit feiern wollen. Hey Henriette, meinst du, du kannst ihm einfach mit dem Hammer eine überbraten, dann können wir zum Haus umschauen? Ihr könnt euch auch so bei mir im Haus, ihr müsst mir nicht, also nein, nein, geht einen Nein, Schritt ich weg. habe das ganz, natürlich ganz leise geflüstert, dass es keiner gehört hat, außer Also Henriette. Henriette guckt dich empört an, dass ich hier einen unschuldigen armen Bauern, der hier unsere Hilfe fragt, dem mit dem Hammer einen überbraten soll. Ich Also weiß ja nicht. Henriette schaut einfach nur einmal richtig verstört in deine Richtung. Ja, okay, Amalia, deine Idee war doch vergiften. Ich hätte noch was dabei. Ich habe nicht von Vergiften gesprochen. Ich habe davon geredet, ihm Kräuterhunde zu schmuggeln, dass er die Wahrheit sagt. Oh. Ja, Aber er genau, hat das uns meine ich doch die natürlich auch. Wahrheit. Also ich habe schon das Gefühl, dass er ehrlich ist. Also ich habe für mich klingt das wirklich so, als wäre das die ehrliche Geschichte. Und dann, wir schauen uns jetzt einfach hier um im Haus und versuchen da bestmöglich zu helfen. Gut, ich würde sagen, Ja, wenn ihr wir meint. verfolgen vielleicht den Plan mit den spitzen Gegenständen. Vielleicht könntest du ihm trotzdem kurz ein bisschen Kräuter über den Appleboy schmeißen. Das Falls der Fälle. Ja, ich hab so ein bisschen Wahrheitskräuter dabei. Das kann man schon machen. Dann lass mal einschenken, auf die neu gewonnene Erkenntnis. Okay, auf die neu gewonnene Erkenntnis. Ja, also er trinkt Skoll. seinen Appleboy. Ja, genau. Ja, Ja, ich habe hier ich. auch irgendwo. Ach, alle, Un alle. Okay. unauffällig streue ich ein paar Krümel meiner ganz bekannten Kräuter vom Wegesrand in den sogenannten Tee. Boah, der war aber. Mann, es tut mir leid, der schmeckt ja nicht gut. Oh, es tut mir leid, ich weiß nicht. Da muss ich mit dem Gustav nochmal reden. Also das kann er. Das muss morgen auf der Hochzeit muss der besser sein, der Apple. Oh, das ist ja furchtbar. Ja, vielleicht magst du uns die Geschichte nochmal erzählen. Wir werden so Okay. währenddessen, ja. Also wir haben vor einem Monat, ja, einem Monat ungefähr, kam eine Hexe. Und der Matthias hat die Hexe umgebracht. Die hat versucht zu verfluchen. Seitdem werden hier dauernd Sachen geklaut. Und mich wird an den Arm geschnitten. Das tut übrigens total weh, wenn ich morgens aufwache und ich habe die Arme zerschnitten. Wisst ihr, wie weh das tut? Und dazu ist es noch so. Ich hatte ein super Schnitzmesser von meinem Vater. Das ist auch weg. Wer klaut denn ein gutes Schnitzmesser? Und wer geht denn hin und schneidet einen damit? Ich meine, da muss man doch nicht ganz dicht sein. Und dann, der Ulf, habt ihr Okay, ich gehört? glaube, er sagt die Habt Wahrheit. ihr gehört, Okay. der Ulf ist Ja, mir tot. ist es genau die gleiche Geschichte. Ja, Der du Ulf, hast nein, recht. der Ulf, Okay. der Ulf ist so ein netter Kerl. Ja, der hat dich auch super, super gerne. Habt ihr zufällig noch irgendwelche anderen spitzen Gegenstände, die wir vielleicht sammeln könnten? Genau, wir suchen spitze Gegenstände, so Sägen oder Messer oder Naja, quasi irgendwas. der Schmied, der fertigt dauernd neue für alle. Es hat ja keiner mehr welche. Und stellt euch vor, habt ihr schon mal versucht, wenn man zum Beispiel den Sonntagsbraten ohne Messer zu schneiden? Ja, Das ist schwierig. denk mal drüber nach. Also Sonntagsbraten. beim Schmied müsste in der Werkstatt, da müsste was, genau. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Das Positive ist, du Beim musst das Willi, Brot nicht peilen. der hat auch den Pferdeurin, der Willi. Dann gehen wir mal zum Willi, hä? Zum Perorin. Genau. Ja,
Oh, ich muss mich. Ich hab das nicht vertragen. Ich weiß nicht, was mit dem Apple Boy ist. Boah, den habe ich nicht vertragen. Seid ihr mir böse, wenn ich nicht mitkomme? Ich muss ins Bett, glaube ich. Nee, mach das gerne. Boah. Das ist eine gute Idee. Es ist auch schon spät. Ja, ihr habt recht. Und morgen ist ja auch Hochzeit. Ja, also ihr geht raus. Ihr seht so halb rüber zur Kapelle. Also da wird gerade Knoblauch vergraben und anscheinend ist schon die Leiche wird gerade da irgendwie rein. Und da wird Eimer mit irgendwelchen Dingen. Es ist alles kein schöner Anblick, was die hier veranstalten, aber ihr seht, das ist weit entfernt. Das sind so irgendwie so sechs, sieben Dörfler, die das machen. Aber ihr seht, also die Schmiede ist natürlich auch leicht zu finden, weil die hat genau wie die anderen Handwerker einen Amboss und einen Hammer. Also das Zeichen seines Gewerks über der Tür. Ja, cool. Nehmen wir alles mit, oder? Machen wir irgendwo auf dem Marktplatz einen schönen Haufen hin und verstecken uns in der Nähe und gucken, ob die Viecher kommen. Na, ihr müsst Wir erstmal, wissen also dann ich nicht. meinte, das hing da, also ihr müsst erstmal zur Werkstatt und so und vielleicht da Ach klopfen und so. so. Ich würde auch ein paar Sachen sammeln und tatsächlich so einen Haufen machen irgendwo, dass wir halt genau wissen, wo die hinkommen und nicht irgendwie. Müssen wir Ja, nicht genau, einfach das nur die, meinte ich. müssen wir Bitte? nicht einfach nur, müssen wir nicht einfach nur die Nacht abwarten, wenn die nachts rauskommen und die Leute schneiden, können wir uns doch irgendwo hinsetzen und dann warten, oder? Also die kommen doch jede Nacht, da brauchen wir doch keinen Haufen bilden, oder? Ja, aber vielleicht kommen Ja. die nicht, wenn die uns sehen. Und vielleicht kommen die ja, weil sie glauben, noch scharfe Gegenstände sammeln zu können. Ja. Wir können auch einen Ja, und? Haufen neben dem Tischler machen und dann, der pennt doch eh. Ist richtig, der pennt. Ja. Also, so schnell wird er auch nicht mehr wach werden. Ja, dann klopfen wir, würde ich sagen. Ein Schauen wir, ob jemand Moment, da ist. ein Moment. Und dann geht die Tür also zur Schmiede auf. Also da ist, also ihr hört, ist so, ein Moment, dann Schritte, Schritte, Schritte. Und das ist halt so, dass er hat vorne zur Eingangstür ist die Werkstatt und dann dahinter anscheinend das Wohnhaus. Und ist halt eine klassische Schmiedewerkstatt. Wobei ihr auch seht, dass eine Vielzahl verschiedenster Messer und Kram liegt da alles so auch im halbfertigen Zustand. Also der scheint wirklich damit beschäftigt, vor allem Klingen zu schmieden aktuell. Genau. Aber was kann ich denn, was, ja, ihr, was kann ich für euch tun? Ihr seid doch die drei Fremden, die nicht von hier sind. Wir Ne? brauchen spitze Dinge. Okay. Nägel? Nägel? Auch, Messer, die nehme Messer. ich auch. Die Okay. nehme ich, ja. Okay, und Doch, ihr nehmt alles, oh, was bis spitz ist. wann? Bis wann braucht ihr die? Also morgen ist ja Hochzeit, morgen schaffe ich nicht zu. Bis wann braucht ihr die? Also ich brauche für ein gutes Messer brauche ich schon meine Zeit. Also müsst ihr schon, also ich habe auch ganz viele Aufträge mit Messern. Also so in 2 Wochen oder so könnte ich euch Messer Habt ihr fertig denn machen. jetzt gerade etwas da? Ja, die da, aber die gehören ja anderen Leuten. Also die habe ich, mache ich ja für die anderen. Und auch morgen, also da, wer hat jetzt, also zeige ich euch, wartet, kommt rein. Wir brauchen ja für morgen Besteck und es hat keiner mehr Messer. Also habe ich, also halt letzte Woche, das habe ich hier in dem Schrank eingeschlossen. Und wenn wir die nur Weil, mal kurz ihr wisst leihen? ja, also ich weiß nicht, habt ihr, hat der Gottfried mit euch, also der Tischler mit euch geredet? Also wisst ihr das? Ja. Also wir haben mitgekriegt, dass die Messer verschwinden und Naja, deswegen dann dachten wisst ihr wir das uns, ja. Also er wir nehmen schließt die noch dann. einmal ein bisschen genauer unter die Lupe. Wir wollen die einfach mal ein wenig betrachten, untersuchen. Vielleicht ist ja etwas an dem Metall oder so. Wir würden uns die Messer gerne ausleihen. Und hast du auch schon was vom Ulf gehört? Weil ich glaube, du musst mal ganz dringend in die Kirche gehen. Was Mal ist denn mit mit dem dem Ulf. Ulf? Was ist Ja, mit der dem Ulf, Ulf? dem geht's leider nicht so gut. Und ich glaube, das ist gerade echt ein bisschen schwierig und da solltest du ganz dringend helfen gehen. Wir sollen dir Bescheid sagen, dass Okay, da noch Hilfe ja, gebraucht wird. ich, alles klar, ja, oh, armer Ulf, okay, ich hole meine Frau, die Clara, dass die mitkommt. Clara! Am besten, ja. Clara, dem Ulf Ja, geht's nicht so nur, gut! oh Gott, nur keine Unfrägung. Nein, aber dem Ulf geht's nicht so gut. Ja, ich komme! Also es vergehen dann so 5 Minuten, bis die sich irgendwie so ein bisschen in Schale geworfen haben. Also wenigstens so, dass sie vor die Tür gehen können. Und die verschwinden dann auch. Und ich lasse euch in der Werkstatt. Also. Ja, das ist in Ordnung, wir Wir passen passen auf. okay. Okay, gut. Ja, was macht ihr denn? Also ich meine, er hat den Schrank aufgeschlossen. Das ist halt, seht ihr, also anscheinend hat er
in weiser Voraussicht für schon seit einiger Zeit Messer für die Hochzeit hergestellt, weil natürlich keiner Messer hat und eine Hochzeit, auf der man das Essen nicht schneiden kann, ist halt voll uncool. Deswegen, ja, ein ganzer Satz netter, also jetzt nichts Besonderes für euch, aber netter Messer. Also ich würde ganz gerne, wenn das hier der Schmied ist, wo die meisten so scharfen Gegenstände regelmäßig rumliegen, gibt es hier bestimmt auch irgendwo ein Loch im Boden oder in der Wand. Irgendwie müssen diese kleinen Viechis ja hier reinkommen und die Sachen klauen. Ja, das ich ist. Ich würde einfach mal mich umschauen und gucken, ob ich ein Loch finde irgendwo in die Wand. Machst du eine Probe auf noch mal erkennen? Oh Gott, da habe ich nur drei. Ja, dann nimm doch eine Idee. Voll praktisch. Das sind ja diese Ressourcen, die du hast. Nice, davon habe ich ja auch noch fünf. Ja, genau. Nimm eine Idee und dann nimmst du drei von den anderen Würfeln dazu und sagst mir, wie viele Erfolge du hast. Also 3 plus 3. Ein Rabe und 2 Gesichter. Ja, perfekt. Ja, das ist relativ einfach zu finden. Also quasi neben der Esse hat er so einen kleinen Ständer, wo Werkzeug steht. Also so eine Zange, eine lange, also halt die ganzen langen Sachen, mit denen er ins Feuer langt. Schürhaken und so. Und wenn du es wegziehst, da ist halt, das ist kein Tunnel, sondern es ist im Grunde wie so ein ungefähr so großes Mauseloch. Also Ratten und Mäuse machen nicht so große Löcher, sondern das ist, jemand verschafft sich dadurch Zugang zur Schmiede. Jemand, der ungefähr so groß sein könnte. Genau. Ich weiß nicht, wie wir so kleine Viecher bekämpfen sollen, die sich jederzeit in so ein Höhlensystem zurückziehen können. Also kann man solche Flüche brechen oder so, indem man irgendwas wieder gut macht? Oder müssen wir diese Viecher besiegen? Was weiß ich so lore-technisch zu Hexen, also, ihren Flüchen? Also der Trick ist, dass solche Viecher sind wirklich selten. Ist für euch auch ganz schwierig zuzuordnen. Wenn das wirklich der Fluch der Hexe war, muss es eine Hexe geben, die den Fluch aufrechterhält. In irgendeiner Form. Also, das heißt, mit ihrem Tod hätte dieser Fluch erlöschen müssen. Mhm. Aber es kann und muss eine Hexe geben, die, wenn das der Fluch ist, was ja, wisst ihr ja nicht, aber wenn das so ist, wie die Dorfbewohner das annehmen, muss es eine Hexe geben, die das aufrechterhält. Irgendwie, klar, also die klauen halt Blut. Das ist ja der Punkt, die klauen Metall und Blut. Wir müssen irgendwas damit machen. Also, die klauen Blut? Ja, die schneiden die Leute ja. Also ich meine, die schneiden die ja nicht aus Langeweile. Ah. Ihr kennt Viecher, die halt Blut klauen. Also ob das jetzt ein Vampir ist, okay, oder so, ist ja ein Klassiker. Vielleicht sind sie auch maßlos ungeschickt und wollten. Ja gut, vielleicht wollten sie Leute auch nur streicheln und haben festgestellt, dass sie Scherenklingen an den Händen haben. Oh, ja. Entschuldigung. Müssen wir was damit machen. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, die machen das von sich aus oder es hat mit dem Fluch zu tun oder es gibt noch eine Hexe oder es gibt keine Hexe mehr oder, aber ein Fluch endet eigentlich in dem Moment, wo der Fluchaussprechende halt eine Axt in den Kopf bekommt, zum Beispiel. Aber es gibt die Möglichkeit, dass halt, wenn das ein Hexenzirkel ist, dass jemand anders den Fluch aufrechterhält. Genau. Also ist die auffälligste Person ja auch immer noch diese Nelana oder wie sie hieß, oder? Es ist halt die Ehefrau vom Ulf, Nella. Nella, genau, die ihn gefunden hat. Nella. Also ja, wahrscheinlich, also möglich. Also wie ihr das seht, also es ist die Ulf gefunden hat. Aber die ist ja keine Hexe. Das wissen wir nicht. Ich dachte, eine Hexe kennt man, oder? Also wir ja, als Hexen sind, es gibt natürlich, es gibt verschiedene Arten von Hexen. Es gibt Hexen, die sich gut verstellen können und dann irgendwie halt wunderschön und jung aussehen, aber das inneren... Amalia ist eine Hexe. Das inneren Böse ist halt, führt halt dazu, dass die irgendwann ihr sogenanntes Vettelgesicht zeigen, das wirklich hässlich abstoßend ist und sie eindeutig als Hexe identifiziert, weil ihre Seele halt im Grunde vergiftet ist. Also ihr habt Gerüchte gehört, es gibt auch gute Hexen, aber also das ist hier, glaube ich, relativ unwahrscheinlich eine gute Hexe. Und gute Hexen haben vielleicht möglicherweise nicht dieses abstoßende Gesicht. Aber wenn du halt keine nette Hexe bist, dann vergiftet das, was du tust, deine Seele und führt auch dazu, dass man das irgendwie halt sieht. Genau.
Aber ihr steht jetzt da, also ihr habt dieses Loch gefunden, also was halt nicht zu einem Tunnelsystem führt, sondern quasi Außenwand rein und wieder raus. Also im Grunde, naja, eine kleine Tür. Also im Grunde eine kleine Tür. Habt da diese Messer und ja, genau. Wie wäre es mit einer Falle? Die du siehst so aus, als könntest du gut was basteln. Vielleicht könnte man ja eine Falle bauen, um einen so ein Viech mal einzufangen. Das ist voll die gute Idee. Wie so eine Bärenfalle, die zuschnappt. Ja, das war sehr gut. Wir sollten uns die Messer mal genauer anschauen, ob die auch wirklich scharf genug sind, um interessant zu sein für diese kleinen Männchen. Das heißt, ich gehe mal zu den Messern, schaue mal die genauer an, lasse so meine Hände drüber streifen und ganz unbemerkt stecke ich eins in meine Tasche. Das sind gute Messer. Also das sind halt, aber das sind keine Messer zum Kämpfen. Aber das ist genauso, die benutzen ja Scheren und andere Dinge an ihren Fingern. Also es ist halt ein gutes Messer, es ist nicht stumpf. Gut, dann habe ich schon mal eins dabei für den Loot. Du hast eins für den Loot. Genau, es lebe der Loot. Und was machen wir mit dem Rest? Für die Falle? Ja, ein kleiner Haufen in eine Bärenfalle und dann, ich weiß nicht, ob ich eine Bärenfalle, wahrscheinlich habe ich keine dabei, aber ich kann bestimmt was basteln. Oh, du kannst was basteln, klar. Bastel mal. Dann mach mal eine Probe auf Handwerken und du hast ja dein Helferlein dabei. Dein Helferlein gibt dir zusätzliche von diesen Bonuswürfeln, also von den weißen. Und zwar in dem Fall. War da drei? Brauche ich Bonuswürfel? Ich habe hier 8 grüne Würfel, die ich gleich würfeln darf. Ja, dann hau die 8 Würfel raus und dann gucken wir, wenn es schief geht, hilft dir dein Helfer, hilft dir August. Oha. Okay, das klingt großartig. Also wenn ich eins kann, dann mit meinem Handwerk. Ist das Handwerken, Zeugen genau. Gehen. Also ich habe hier 3 Raben und 2 Sterne. Ja, top. Wie sieht es denn aus, was du baust? Also ich habe das so gedacht wie so ein Klappmechanismus, dass man den, also ja gut, wenn der dabei zu Schaden kommt, meinetwegen, aber ich will ihn nicht direkt umbringen, aber ich würde ihn gerne fangen. Also so eine Fläche, dass man da in die Mitte so die spitzen Sachen legen kann und dann vielleicht mit so einem Seil, dass ich das zuziehen kann. Kein Problem. Ja, cool. Während du da rumbastelst, kommt dann irgendwann der Schmied mit dem Ulf ist, was macht ihr denn? Ich will es gar nicht wissen, ich will keinen Streit. Aber bitte macht nicht alles kaputt, ich muss davon leben. Wir gehen jetzt einfach ins Bett und ihr macht eure Sachen hier. Aber bitte macht nicht alles kaputt. Bitte. Also, ich nehme an, ihr seid sicherer damit aufgehoben, wenn wir hier in eurer Werkstatt seid, während ihr schlaft. Ja, ich möchte nur, also nicht das, also, ich muss davon leben und Werkzeug ist wirklich teuer und mir ist so viel geklaut worden von dem Werkzeug nachts. Ich kann das, ja, aber macht ihr, ich will mit Jägerinnen keinesfalls streiten. Komm, Clara, wir gehen ins Bett, komm. Aber die sind in unserer. Clara, komm, wir gehen ins Bett. Ja gut, der Herr. Wenn der Herr meint, dass die 3 jungen Damen unsere Werkstatt verwüsten dürfen, die meinen es doch gut. Ja, okay. Gut, also die beiden gehen dann. Ja, du kannst es bauen. Also das ist, ihr seht ihr auch zu, also wie sie irgendwie Draht da biegt und dann das macht und dann dies und bist relativ schnell fertig. Also die ist wirklich beeindruckend. Ich bin begeistert. Ja. Ich bin super beeindruckt. Genau. Ja, und dann legt ihr euch auf die Lauer, oder was? Ja, würde ich sagen. Genau. Also okay, vielleicht stellt sich einer schlafend. Die sind ja relativ scheu. Deswegen sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Und vielleicht könnten wir auch noch so ein Schälchen Blut daneben stellen, um sie anzulocken. Oha. Wenn sie Blut sammeln und spitze Sachen, dann können sie doch niemals widerstehen. Also, wo willst du denn jetzt ein Schälchen Blut herkriegen? Den Ulf haben wir schon vergraben. Ja, Arm ausstrecken. Also meine Arme lasse ich mir hier nicht zerschneiden. Ach, sowas. Also ich versuche da irgendwie irgendein Schälchen auszumachen. Finde ich da was? Ja, klar. Ja, klar. Dann nehme ich mein Messer, mache einmal Ratsch, lasse da ein bisschen Blut rein, träufeln und stelle die Schale daneben. Ja, cool. Ich bin schwer beeindruckt. Also was macht ihr? Also versteckt ihr euch, stellt ihr euch schlafend oder verlasst die Schmiede und guckt, ob jemand kommt? Oder wie macht ihr das? Ich würde uns, glaube ich, ein bisschen aufteilen. Vielleicht bleiben welche hier und jemand hält draußen irgendwie Ausschau.
Ich finde, Amalia ist ziemlich unscheinbar, auch mit ihrer Kapuze und so weiter. Die kann sich sicherlich am besten verstecken. Sie ist ja ziemlich sneaky, dass sie sich irgendwie in der Scheune aufhält und gut versteckt. Und Henriette mit ihrem Plastikgestell und ich mit meiner wundervollen, unhandlichen Art. Wir sind draußen und tun Dinge. Müsst ihr Das entscheiden. heißt, Okay, Amalia zieht, weiß kann dann die, also ich erkläre Amalia den Mechanismus und sie kann dann die Falle zuziehen. Und wir hören ja, wenn, also wir werden ja hören, wenn drin Genau. was abgeht, Wir könnten die wenn sie warten Dorfbewohner sollten. ablenken vielleicht, dass die Kein nicht reinlassen, aus ja, Versehen das. in die Falle treten, also Oh reinkommen in ja. die Scheune und die aus Versehen auslösen. Aber wir Ja. sind doch in der Werkstatt, also von jemandem im In Privathaus, die da wird doch Werkstatt. keiner reinkommen. Also da kommt doch keiner rein nachts, oder? Wer Wer weiß? weiß? Na Ein gut, Liebespaar, könnte. das irgendeinen Ort sucht. Man weiß nie, die Leute hier sind verrückt. Ja, so verrückt finde ich das nicht. Aber ja, dann verstecke ich mich mal und lege mich auf die Lauer. Dann mach bitte, also wie denn erstmal? Also das interessiert mich. Also du gehst da ja raus und da sind diese ganzen Häuser. Und nee, du wolltest in der Schmiede bleiben, genau. Also Ich bleibe in der Schmiede, du bist in genau. der Werkstatt. Also die Werkstatt hat halt irgendwie so eine Esse, wo halt das Feuer geschürt wird, hat irgendwie einen Amboss. Dann gibt es dann halt mehrere Tische mit Werkzeugen. Da gibt es einen Schrank, wo er halt anscheinend die Sachen verschließt, die er herstellt. Also Gibt es da eine Möglichkeit, sich komplett zu verstecken, also dass man mich null sehen kann? Oder, ich meine, ich bin halt Attentäterin, du vielleicht sieht könntest man mich auch nicht richtig. die Regalbretter aus dem Schrank nehmen Ja. und dann im Grunde in den Schrank und in so einen Spalt die Tür offen lassen oder so, wenn du das Ja, das möchtest. klingt nach einer guten Idee, dann werde ich das tatsächlich einfach mal probieren. Aber ich bräuchte trotzdem eine Probe auf Heimlichkeit, damit ich einschätzen kann, wie gut dir das gelingt. Genau. Und die anderen beiden, ihr geht dann raus und lauert ihr in der Nähe des Loches oder guckt durchs Fenster rein oder steht da irgendwo rum und wartet, dass Amalia irgendwie schreit oder sonst was macht oder. Ja, wir Also sollten das Loch nicht geht zu richtig nach nah. draußen. Ja, das Loch geht wirklich nach draußen. Ja. Das heißt nicht zu nah an der Schmiede stehen, oder? Sonst kommen die vielleicht nicht, weil sie den Braten riechen. Vielleicht das Haus gegenüber oder so? Ja, Dass man sich stimmt. da an der Mauer stellt. Ja. Ja, das klingt gut. Wir sneaken uns in so eine Gasse zwischen zwei Häusern gegenüber und luken zur Schmiede rüber. Dann, ich bräuchte von allen Proben auf Heimlichkeit. Ihr könnt, ihr könnt hier Coups verwenden. Genau. Was können wir verwenden? Coups, Coups? also ihr habt Ach ja so. diese Ressource, die ihr verbrauchen könnt. Und die könnt ihr, also dann würdet ihr Oh alle drei ja. Würfel, drei Zusatzwürfel erhalten. Das ist Oh, ja das quasi. mache ich. Das ist Ja, gut. ich auch. Und zwar diese weißen Würfel Die mit dem weißen. Doppelkopf drauf. Die sogenannten Okay. Januswürfel. Genau. Also ich habe drei Raben, einen Stern und zwei dieser Köpfe. Okay, also du bist verschwunden. Also einfach so. Wupp. Hey, du. Unsichtbar gemacht. Der Und der Schrank unsichtbar ist machende mit dir Tarnumhang hast verschwunden. du an. Der Schrank ist mit dir verschwunden. Das klingt gut. Das ist deine Special-Fähigkeit. Ja. Das ist richtig gut. Vielleicht schaffe ich das später noch mit der Von der du Pferdebibi. noch nichts wusstest. Vielleicht Ich hast du habe den einen Schrank Stern gelootet. und zwei Gesichter. Ja, Oh, top. sorry. Auch super. Völkereien geredet. Ja. Ich habe drei Sterne. Drei Sterne ist, also ein Stern ist ein halber Erfolg, aber dann hast du anderthalb und dann hast du es auf jeden Fall also schon mal geschafft. Zwar nicht, also Amalia ist einfach weg mit dem Schrank. Vielleicht hat sie ihn gelootet, das weiß man ja bei euch nicht, ob ihr die Sachen mitnimmt. Und nein, und Henriette ist auch und August stehen da an der Hauswand und sind auch nicht so gut zu sehen. Und Ramira, ja, also man sieht dich Versteck nicht. mich hinter dem Fass vielleicht, Ja, aber perfekt. in dem Fass ist Met drin. Vielleicht nehme ich mir da noch eine Tasse raus und schlürfe mein Met und das Schlürfgeräusch macht natürlich ein klein wenig Das kannst du machen, Geräusche. weil es ist ja, du hast ja Nägel dabei, du kannst da schnell ein Loch reinbohren. Total leicht. Du hast ja lange Da kommen Nägel. die Nägel zum Einsatz. Ja, Oder auch die schon ein Gabel. Hammer zum Reinschlagen, Reinschlagen, ja. oder? Genau. Exactly. Ich nehme einen Perfekt. meiner Nägel, hau den da rein. Und da kommt etwas Met raus aus diesem Fass und ich sitze da und lasse den so in meinen Mund laufen. Ja. Und das und Es vergeht so, also, naja, so observieren ist halt echt
glaube ich, der langweiligste Teil dieses Jobs, den ihr habt. Irgendwo rumhocken und Dinge beobachten. Außer man hat ein Phasmet, das man leer machen kann. Und dann, die Leute sind mir egal, ich habe mein Met, ich bin glücklich. Hallo. Macht ihr mal, ich komme später. Das ist mein neuer Freund. Du hast August, ich habe Fass. Es vergehen so zwei, drei. Alles klar? Es vergehen so zwei, drei Stunden. Also es gehen auch überall, gehen die Lichter aus, die Leute scheinen zur Ruhe zu gehen. Sie haben auch den armen Ulf artgerecht bestattet. Mit allem, was da. Artgerecht, in Anführungszeichen. Ja, genau, mit allem, was man hier glaubt, was dazugehört, um zu verhindern, dass Ulf wieder aufsteht oder eine Hexe ist oder sonst was. Genau, also Knoblauch, Pipi, Eisenhut, alles kam zum Einsatz, das volle Programm. Quasi die antimagische Artillerie. Und es ist also, es legt sich die Nacht über das Dorf und dann irgendwann, das seht ihr erst draußen. Also Amalia ist ja mit ihrem Schrank verschwunden. Oder sitzt in dem verschwundenen Schrank. Seht ihr, also ihr entdeckt diese Wichtel. Es sind also irgendwie, es sind sechs Stück, die sich auf die Schmiede zubewegen. Also die, so, also von einer Hausecke zur nächsten. Immer nach Möglichkeit dort, wo der Mond kein Licht spendet. Oder sie warten auch mal einen Moment, dass sich eine Wolke vor dem Mond schiebt, damit man wirklich nichts sieht. Also sie bewegen sich eindeutig auf die Schmiede zu. Und es sind sechs Stück von diesen. Iji, kann ich noch mal die Blutwichtel haben? Bitte. Bewegen sich auf die Schmiede zu, eindeutig. Genau. Ich dachte gerade, das wäre in-game. Ich war gerade sehr verwirrt. Ich auch. Entschuldigung, ich, ich wollte das. Nein, Entschuldigung. Also die Blutwichtel bewegen sich auf die, oder diese Wichtel bewegen sich auf die Schmiede zu. Also ihr draußen seht es ja erstmal nur. Macht ihr irgendwas oder wartet ihr ab, bis die durch das Loch? Ich würde in die Falle gehen, oder? Ich würd einen fangen und den Rest abmurksen. Aber du hast die Falle, hast du ja in der Werkstatt aufgebaut, oder? Genau, deswegen warten wir erstmal ab, bis wir hören, dass da Kampfgeräusche sind oder dass da einer gefangen ist. Ja, du sollst erstmal reingehen, genau. Also du, gut, dann, also die flutschen irgendwann durch das Loch und du bist da in dem verschwundenen Schrank und lugst heraus und die, also kommen rein. Ihr habt ja diesen Haufen in der Falle und dann einer von denen steigt da so rein und dann nimmt er so ein Messer und reicht es einem der anderen. Und der, im Grunde siehst du, dass der, also dann wird sein Finger wird flüssig und es fällt, er hat eine Feile dran, die fällt so zu Boden und dann drückt er sich die Messerklinge in diese Stelle, wo vorher die Feile saß. Und dann wächst sein Fleisch so darüber und lässt nur noch die Klinge frei. Und alle anderen, ganz aufgeregt, als würden sie ihm gratulieren dazu, was er gerade Tolles erlebt hat. Und dann fängt der in der Mitte steht, das scheint so zu sein, dass der fängt an, diese Dinger zu verteilen. Also die Messer an die anderen. Und die tauschen dann stumpfere Werkzeuge an ihrem Körper. Es ist ein wirklich unangenehmer Anblick, tauschen das aus. Möchtest du was machen, Amalia? Ja, mir wurde ja der Mechanismus erklärt, der Falle, und ich würde sagen, ich lasse die Falle einfach zuschnappen, damit wir zumindest einen so ein Wesen fangen können. Cool, also du hattest die Falle so gebaut, dass da so eine Schnur und dann kannst du ziehen und dann machst du. Ja, also. Genau, so war das gedacht. In dem Moment, wo du ziehst. Die Schnur ziehst, geht in den unsichtbaren Schrank. Genau, die Schnur geht in den unsichtbaren Schrank. Hm, was ist denn das für eine Schnur? Wo geht die denn hin? in dem Moment, wo sie an dem Seil zieht, erreicht ihr auch die Tür. Also es macht, du ziehst und es macht so Fang! Das Viech sitzt in der Falle und halt fängt an, ja, dang, 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 mit seinen Klingenhänden an diesen dünnen Metallgittern, die du gebaut hast, zu schlagen. Und ihr beiden erreicht die Tür, aber die anderen Wichtel blicken dem Seil hinterher und der Schrank ist, also ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, der ist doch noch da. Und man sieht auch, dass da das Seil reinläuft. Ich weiß nicht, wir würden jetzt, ich glaube, die wollen jetzt Streit mit dir. Genau. Und, ja, die wollen jetzt Streit mit dir. Genau. Also ihr beiden erreicht die Tür, ihr würdet nächste Runde in den Streit einsteigen, würde ich sagen. Genau. Ja, und ja. Hier geht's halt. Let's go. Ich streite mich.
Naja, genau, also du Wieder, wahrscheinlich, ja. Also ich weiß nicht, willst du im Schrank sitzen bleiben und abwarten, dass die in den Schrank kommen? Oder gehst du ich aus dem würde Schrank? in dem Moment, wo sie vom Schrank stehen, würde ich tatsächlich einfach die Schranktüren aufreißen. Die gehen ja nach außen auf, Ja. sodass zumindest ein paar von denen wegfliegen oder so, damit ich den Vorteil habe. Ja, cool. Du fängst auch an. Also es ist halt, du fängst an. Du kannst, du hast eine Pistole dabei, du hast Dolche dabei und vor dir stehen halt noch, also einer ist ja gefangen, vor dir stehen noch fünf von diesen Wichteln und du fängst an. Was möchtest du Wie tun? viel? Du kannst auf sie, auf einen schießen, du kannst auf einen einstechen, du hast ja, du beherrschst ja auch ein paar Tricks, und zwar, genau. Wo ist es? Da ist es. Du hast auch Gift. Du könntest deine Dolche mit Gift bestreichen. Kann ich, das wäre jetzt meine Frage, kann ich mehrere Dolche werfen oder nur einen? Nein, du hast so viele, wie du möchtest. Okay, dann würde ich tatsächlich einfach versuchen, so ratatatata ein paar Dolche zu schmeißen. Genau, du bist auch schnell genug dafür, du darfst drei Attacken pro Runde durchführen mit deinen Dolchen. Mhm. Das heißt, du nimmst auf der Seite, wo der Wert Dolche steht, das ist die 2, 3, 4. oder 5. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Ja, sehe ich, sehe ich. Genau, ja. Und da steht ja einfach eine Würfelanzahl. Und die würdest du jetzt würfeln. Also willst du die einfach werfen, die Dolche. Mhm, und welche Würfel nehme ich da? Die auch grünen. Wieder die grünen? Die grünen Würfel nimmst du. Ja, dann habe ich tatsächlich 7 Würfel. Ja. Okay. Wir haben dir einen Charakter gebaut, der ein bisschen mit Messern umgehen kann. Und mit Würfeln. Aber voll interessant ist, sagst du mir Bescheid, wenn du einen Stern würfelst, wenn ein Stern dabei ist? Habe ich nicht. Ich habe nur 4 Raben. 4 Raben, aber 4 Raben ist auch schon mal eine Ansage. Also du wirfst nach dem ersten. Worauf zielst du? Zielst du auf den Kopf oder auf die Brust oder aufs Bein? Auf den Kopf. Also genau, du triffst ihn. Der steht aber noch. Und der sieht aus, als würde er gerne dein Messer in seinen Körper verbauen. Abgefahrener Typ. Genau, 4, 5, genau, der hat noch 2, genau. Ja, du bist aber noch, also du kannst noch mal auf ihn oder dir einen anderen aussuchen. Ich versuche mal auf die Hände zu zielen. Bei demselben oder bei einem anderen? Bei demselben, weil der ist mir am nächsten, oder? Das kannst du bestimmen, also wenn du willst, die kommen ja auf den Schrank zu. Okay, also ich habe jetzt gedacht, der sowieso schon so sauer ist und so angry, würde ich es einfach noch mal bei dem direkt probieren, ja, wenn klar. Er hier weiterläuft. Okay. Einfach 7 Würfel und dann schleuderst du aus dem Handgelenk. 2 Sterne und 3 Raben. 2 Sterne, 3. Du könntest jetzt entscheiden, dass du da Gift drauf trägst. Du hast ja verschiedene Gifte dabei. Mhm. Und zwar hast du ein effektives Waffengift dabei zum Beispiel. Das wäre jetzt voll super. Ja, dann nehme ich das voll super. Und im Grunde ist es so, dass du eine fließende Bewegung machst, dabei aus einer Fiole das auf die Klinge austrägst und dann es fliegen lässt. Also dafür genau sind so. Diese Sterne auch da. Diese Sterne ja. Können halt Fähigkeiten auslösen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel bei ihr, sie kann völlig umsonst dann Gift auf ihre Klingen auftragen. Ja, du triffst sie nochmal. Der wird, glaube ich, nicht mehr drüber nachdenken, ob er die Klinge verbaut, denn verdreht diese Augen erlöschen, das sind ja so glühende Augen, die erlöschen, und der fällt hinten rüber und das Coole ist, dass sich diese, also was heißt das Coole, dass sich diese ganzen Werkzeuge, die er in seinen Händen verbaut hat, lösen sich aus seinem Fleisch und kullern über den Boden. Genau. So, einmal darfst du noch. Okay, dann noch einen und danach mache ich die Schranktür schnell zu, habe ich beschlossen. Okay. 4 Raben und 1 Stern. 4 Raben und 1 Stern. Also du wirfst wieder, also ein Stern, du kannst es wieder vergiften, wenn du willst, einen vergiften. Ja, bin ich dafür. Also wieder, fließende Bewegung, du wirfst, der fällt sofort um. Also den triffst du in die Schulter und du siehst, dass das Gift wirkt, weil er fängt an zu zucken, greift nach der Klinge, aber kippt quasi vorne rüber. Du machst die Schranktür zu, ja, aber jetzt sind die dran. Und sie fangen an, auf den Schrank einzustechen. Du kannst versuchen, dem Ganzen auszuweichen. Also im Grunde so im Schrank, naja, so ein Klingentänzchen aufführen. Ja. Du kannst noch einmal ausweichen. Das heißt, dass du hast ja einen Wert in Ausweichen, der ist auf derselben Seite wie mit den Dolchen.
Und Ja. die Anzahl an Würfeln würfelst du bitte und sagst mir, wie viele das sind. Da steht jetzt nichts Da als Wert steht vorne eingetragen. eine Das Zahl, sind nimm die vordere Zahl. die vordere Zahl. Wenn du die Zeile entlang Ah, gehst, ja. genau. Dann wäre es eins, oder? Müsste. Nee, eins kann es nicht sein. Es muss mindestens, bei dir müsste es sogar ziemlich hoch Bei sein. Ausweichen ist zwar ein Kreuzchen, aber da steht kein Wert drin. Nee, guck mal die Zeile entlang. Da steht irgendwo eine ganz kleine Zahl. Die vier? Ja, genau, nimm die Ah, I vier. see. Okay, cool. Ja. Erstmal finden, wo man die Werte eingetragen Ja, hat. das. Aber es ist ja ein Stream, wo es darum ging, dass wir Das Wissen quasi lernen, zeigen, dass man auch genau. so ein bisschen einfach losspielen kann. Und da klackst dann manchmal im Getriebe. Aber es läuft Es doch, war finde ich. doch geplant, es war Ja, es war alles absichtlich, geplant, nein, damit alle es ist alles Leute hier wissen. gescriptet. Also ist auch Genau, alles. ist Jede so. Die Frage Frage war ist. eingebaut. Um 22:25 Uhr kommt die Frage von Frau Schwächen. Das Ja. nehme ich Na, wir sind mir. aber, glaube Okay, ich, wir sind 2 Minuten zu spät. danke. Ich hatte Ja. jetzt, Entschuldigung, ich hatte 23 stehen. Aber Ist hau okay, raus. okay. Was Mit hast du geschafft? also 2 Sterne und 2 Raben. Ja, also der erste Stich, du geht ja, dem kannst du ausweichen, aber einer trifft dich. Also ein Stich geht quasi durch und trifft dich ins Bein. Ins Bein, oh, Und ja. du würdest von deiner aktuellen Lebensenergie, die müsste bei 14 ungefähr, nein, weiß ich nicht. Verlierst du, wo ist es? Da. Verlierst du 3 Punkte. Also er hat dich, das tat wirklich weh. Genau. Moment, muss ich immer kurz finden. Lebenspunkte habe ich 12. Ja, da verlierst du 3 von. Also das Zwei, ist, die okay. tun einem schon ganz schön weh. Okay. Genau. Dann, genau. So, und jetzt beginnt die nächste Runde. Und du, ihr beiden steht, also ihr hört halt die Kampfgeräusche, ihr hört das Klammern, also das Knallen von dieser Gitterstäbe, die du gebaut hast, von der Falle. Und ja, und ihr steht aber, ihr habt die Tür jetzt erreicht. Also was wollt ihr tun? Da drin scheint es richtig abzugehen. Aufmachen, mitmischen. Das Perfekt. klappt machen. Aber da eure Attentäterin einfach mit weitem Abstand die schnellste und agilste von euch ist, ist sie auch jetzt dran. Also du bist in deinem Schrank, bist gerade gestochen worden. Du kannst, was machst du? Ja, ich würde versuchen, dieselbe Strategie wie vorhin nochmal. Also ich höre ich, dass meine Kollegen reinkommen? Ja, du Ja, hörst okay, dann das. würde ich tatsächlich einfach mit dem Krawum jetzt einfach wirklich die Schranktüren aufreißen, sodass die einfach, die da gerade entweder sowieso ihre Messerchen reingesteckt haben, wegfliegen zur Seite. Ja, ja, und du guckst jetzt aus dem Schrank raus. Also aber die Schranktür hat sie jetzt nicht so mega beeindruckt, muss man sagen. Denen geht's noch ganz gut. Genau. Jetzt, also ich wollte eher auch mehr Abstand gewinnen, dass ich nicht mehr Ja, das so ist okay. eingeengt bin und einfach raus und dann. Aber was, genau. Oder kann ich nochmal angreifen, weil das Du die kannst Aussage? jetzt nochmal mit deinen Dolchen loslegen. Aber du Okay, kannst dann dir leg. überlegen, Moment, du kannst dir überlegen, dass Ja. du diesmal nicht 3 Angriffe durchführst, sondern dass du hast Aktionspunkte, dass du dir Aktionspunkte aufbewahrst, um dich zu verteidigen. Du hattest vorhin nur noch einen übrig. Und dann ist die Frage, ob du dir Aktionspunkte aufbewahren willst zum Verteidigen. Also du kannst entweder alle für Angriff ausgeben, dann hättest du 3 Angriffe, oder du sagst, ja, ich mache 2 Angriffe und bewahre was für die Verteidigung auf, oder ich mache nur einen Angriff und bewahre ganz viel für die Verteidigung auf. Ich gehe auf Angriff. Ich mache alles auf Angriff. Ja, dann hau raus, dreimal die Würfel, bam, bam, bam. Es sind noch von den Viechern stehen eins im Käfig und 3 weitere stehen Ne, das noch. im Käfig wird uns, glaube ich, nicht gefährlich, hoffe ich jetzt einfach Nee, mal. aktuell noch nicht. Okay, also ich habe 4 Raben, 2 Sterne. 4 Raben, 2 Sterne. Ja, du triffst eins, aber dem geht's leider. Also das, hast du geworfen oder gestochen oder? Mit dem Messer wieder, dieselbe Strategie, einfach weil es so gut geklappt hat. Genau. Willst du wieder Gift drauf schmieren? Ja, genau, that's the plan. Weiter Gift, gib ihm, genau. Aber der, also triffst ihn in die Schulter und zieht's also irgendwie so raus. Lässt klappernd dein Messer fallen. Bitte nochmal, wenn du willst. Okay. Zwei Sterne und 2 Raben. Wieder derselbe? Ja, genau. Ja, der fällt auch einfach um. Also den hast du auch. Du bist ganz schön krass. Genau, und da hast du noch einen Angriff, wenn du willst. Ich glaube, den nächsten spare ich mir auf, tatsächlich. Okay, dann wäre Henriette dran.
Jawohl, aber Also mit einem du, das Bild ist Schlaghammer gerade, aufholen. also du kommst zur Tür rein, das Bild ist, du hast diese Falle, wo das Viech drin sitzt und wie wild am Rad dreht. Dann hast du Amalia, die quasi Schrank, so aus der Schranktür gerade guckt und mit Dolchen wirft. Und da sind noch zwei von den Viechern, die quasi zwischen dir und dem Schrank stehen. Genau, und davon würde ich mir eins vorknüpfen und mal gucken, ob ich den auf seine halbe Größe komprimieren kann mit meinem Hammer. Also du hast ja in dem Hammer, was wir noch gar nicht erwähnt haben, du hast im Hammer ja was ziemlich Cooles verbaut. Erinnerst du dich? Ach ja, ey, das muss ich machen, weil das ist cool. Also, Was hast du ja. denn in deinem Hammer verbaut? Erzähl das doch mal uns allen. Genau, und zwar, statt meinen Hammer zu schwingen und auf den einen dieser, wie heißen die Viecher? Bluträuber? Blutsammler, wie auch Blutwichtel. immer. Also wir haben, Blutwichtel, sie sind, genau. genau. Ich halte den Hammer so vor mich und vorne aus meinem Hammer, ich drücke so einen kleinen Knopf, wupp, öffnet sich so eine kleine Klappe, wupp, und daraus hervor lugt so ein kleines Pistolenrohrröhrchen. Und ich feuere damit einfach einmal auf einen dieser Wichtel und Ja, gucke, ob hau ich den raus. damit umhauen Würfel auf kann. Pistolen. So, Pistole. Ich nehme an, ist die 3. Das heißt, ich habe 3 Würfel. So episch dieser Auftritt vielleicht auch gerade gewesen sein mag, ich fürchte, ich habe daneben geschossen. Ich habe einfach gar nichts, einfach null. Nichts. Ich Aber du, mache Loch in weißt die du, was Wand. das Coole ist? Du kannst noch mal schießen. War nur der Probeschuss. Genau. Das war nur, um das Rohr so ein bisschen frei zu machen, Nein, damit ich jetzt ja, genau. schießen kann. War noch ein bisschen Genau. verstopft. Kann ich dafür, damit ich mich nicht ganz blamiere, vielleicht auch einen dieser Aktionsdinger Ja verwenden? klar, Oder da fünf oder das so? wäre, da Pistolen auf Sinnesschärfe geht, ist das eine Idee, weil es eine Ah, geistige perfekt. Fähigkeit ist. Ideen habe ich viele. Das heißt, ich denke so, ah, vielleicht muss ich, die zieht so ein bisschen nach rechts, ich ziehe ein bisschen weiter nach links. So, eine abstreichen, 3 Würfel dazu nehmen, richtig? Richtig, korrekt. Ein Schädel, eine Ra halt stopp, ein Rabe, ein Stern. Ein Raben und ein Stern. Ja. Vielleicht das, um immerhin zu treffen, dass ich mich nicht Das ganz reicht, um ihn blamier. zu treffen, aber er steht, also schießt ihm so ein Stück vom Ohr ab. So, pff, und spritzt so ein bisschen Blut und schießt ihm ein Stück vom Ohr ab. Aber ich glaube, der ist ziemlich pisst. Aber jetzt kommt Ramira. Also, die Szenerie Ja, ist. ich höre natürlich den ganzen Krach in der Schmiede. Ich trinke noch den letzten Tropfen, das ganze Fass ist leer. Da hält mich also nichts mehr. Ich lasse mein Kräutermet am Wegesrand Läuft. und gehe so schnell, wie ich in der Situation bei den Beinen tragen, zur Schmiede. Und während ich zur Schmiede reintrete, greife ich bereits zu meinem Schwert. Aber das ist nicht irgendein dahergelaufenes Schwert, sondern das ist eine Schlagwaffe, mit der ich alle meine Feinde eigentlich immer gewissenhaft erledige. Ich sehe die ganzen kleinen Viecher da rumrennen, sehe eins in der Falle, sehe wie Henriette mit ihrem komischen Hammer. Ich finde das sehr kurios, aber finde ich auch toll. Und ja, ich schätze die Situation gleich richtig ein und versuche mit meinem Schwert direkt auf eines der kleinen Viecher draufzuhauen. Bitte, du hast 5 Würfel. Gib ihm. Würfel um dein Leben. Genau, Yes, Würfel um Leben. ich habe 3 Krähen und einen Stern. 3 Krähen und einen Stern. Ja, nimmst du den, der schon nur ein halbes Ohr hat? Ja, wenn er gerade zufällig da vor mir hockt. Der, den Ja, kann, du ja. kannst ja aussuchen, welchen du Nee, nehmen nee, den willst. nehme ich, den nehme Den ich, den nehme nehme ich. ich, Ja, den würde ich gern köpfen. Also sein, Mein sein, Team. ja, sein Ohr ist jetzt auch sein geringstes Problem, weil, naja, ja, beschreib mal, wie du, also den hast du einfach, dem geht's nicht mehr, also du hast ihn umgebracht, aber du kannst, wenn du, kannst das gerne ausführlich beschreiben, wenn du möchtest. Genau, ja, also der ist ein bisschen abgelenkt durch sein Ohr, der hält sich das so ein bisschen, hängt so ein bisschen sowieso den Nacken raus und dann würde ich den Moment nutzen, um ihm direkt von oben mit dem Schwert gerne den Hals durchzutrennen. Kein Problem. Das tust du. Und mit einem Quietschen, mit einem Quieken verendet er. Aber da ist noch einer. Und der ist, nicht so gut, euch zu sprechen. Und der würde sich aber auf die mit dem grollenden Hammer stürzen.
Und springt dich an. Hast. Ja, du kannst, wenn du willst, versuchen auszuweichen. Wenn du möchtest. Ja. Das ist Ja, auf derselben ausweichen. Seite, wo das mit den Pistolen steht, ist unten ausweichen. Da steht die Anzahl der Würfel, die du würfelst. Und genau. Ja, oder mein Hund beißt ihn im Fuß. Geht das auch? Dass Dein mein Hund Blechhund da ist einfach mal mehr so ein, zubeißt? also dein Hund, dein Helferlein ist, Ja, so ein ja, Gimmick. der ist für solche Dinge ein bisschen ungeeignet. Also vielleicht könntest du ja überlegen, vielleicht schraubst du einfach mal eine Muskete drauf, aber aktuell ist er dafür relativ ungeeignet noch. Der unterstützt dich eher Mentale so, Notiz. genau, mentale Notiz, mehr Artillerie auf August. Okay, Gefällt gut, mir dann gut. versuche ich auszuweichen. Dann würfel ich einfach mal 4 Würfel. Mach mal. Ein Stern, sonst nix. Ui, Der Maul Nur wenn aus ich, hier. ich bin ja unfassbar geschickt. Ich schmeiß mich dazwischen und versuche ihr zu helfen. Dafür ist ein Weil ich habe bisschen sie lieb eng, dafür ist ein gewonnen. bisschen eng in der Schmiede. Und das Viech hat quasi, das ist so klein und springt sie an. Das ist verdammt schwer, das zu erwischen. Aber ich bin geschickt. Was ich sagen würde, also wenn du möchtest und eine Probe auf Reflexe schaffst, aber dann kriegst du aber von ihm das ab. Ja, das wehre ich ab, weil ich bin geschickt. Ja, du könntest dich aber mehr so wie so ein Secret Service-Typ, dass du das dann. Ja, das ist okay. Ich setze mich gern für meine Ja, Freunde dann oder für meine mach eine Probe Gefährten auf ein. Ja, Reflexe. die Sache ist die, ihr wisst nicht, Süß. also ich habe eine ziemlich traurige Geschichte. Mein Vater, wisst ihr, der wurde von Vampiren getötet. Meine Mutter ist danach wahnsinnig geworden. Und seitdem habe ich so das Bedürfnis, irgendwie Leute, die mir nahestehen, auch besonders beschützen zu Dann wollen. mach eine Probe auf Reflexe. Ansonsten, also dann wirfst du Ja. dich in den Weg. Ja. Und Ich sehe, dass Henriette struggelt mit dem letzten Dude. Sie versucht auszuweichen, aber sie schafft es nicht. Ich sehe das und reagiere ganz reflexartig. genau, ganz reflexartig mit Reflexe. Mit Reflexe. Da hast Da du 4 Würfel. haben wir auf Reflexe nur Nee, stimmt, du hast ein fünf. Du hast fünf F Würfel auf zwei, oder? Reflexe. Naja, du Also hast fünf. fünf. Ja. Fünf, okay. Genau, okay. Uff, ich habe einen Raben und einen Stern. Ja, dann du hechtest über den Amboss und wirfst dich vor die Klingen und würdest von deiner aktuellen Lebensenergie, das müssten 14 sein, bam, 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 verlierst du 4. Okay. Genau. Ramira, nein! Aber jetzt ist wieder der Schrank Nicht dran. Henriette! Amalia ist dran. Ja, ich würde tatsächlich noch einen Angriff starten, genau auf den, der Ja, es ist gerade ja nur noch einer. Ramira attackiert hat, genau. Genau. Ich habe auch nur einen Stern und einen Raben. Wenn du einen Stern hast, kannst du das Ding vergiften, wenn du willst. Ja. Also wieder die fließende Bewegung, schmierst drauf, fupp, Yes. und in den Rücken, gemein. Ja, aber. Das hat zwar jetzt, der Blutwichtel hat zwar jetzt eine lange Klinge im Rücken stecken, aber es scheint ihn nicht davon abzuhalten, zu versuchen, Ramira in kleine Scheiben zu schneiden. Du dürftest nochmal, wenn du wolltest, oder du gehst mehr auf die Defensive. Aber Ja, ich hatte also noch es ist nur eine noch einer Idee. da. Also, nein, es sind zwei da, aber der eine sitzt in dem Käfig und der andere versucht, Ramira klein zu schneiden. Hast du noch eine I Idee, Amalia? Rufe ich ihr zu. Wir brauchen eine Idee. Kannst du rufen, wenn du rufen Ich liege da und blute und rufe dir zu, Amalia. Hast du noch einen Lass mich Coup? nachdenken. Also ich versuche ihm tatsächlich einfach Ja, hast du die noch einen Coup? Hände abzuschneiden, geht es? Ja, pf, Weil klar. dann, Hau okay, dann drauf. versuche ich, ja, okay, ich hau drauf. Hau drauf und dann sehen wir, ob die Hände ab sind. Ja, zwei Raben, einen Stern. Zwei Raben, einen Stern. Vergiftest du deine Handabhackklinge? Sicher, Ja, dann war es das auch für ihn. Also, du bist nicht ganz durch die Hände durchgekommen, aber der fällt einfach hinten rüber und das Ding im Käfig tobt wie wild. Also sind jetzt alle, ihr habt die alle erwischt und erledigt. Die Wichtel, das Ding im Käfig tobt. kann man Ja. sich das jetzt aus der Nähe mal genauer angucken? So, also Klar. jetzt, also so, dass der vielleicht mit seinen Scherenhänden nicht an mich drankommt, Das dachte ich mir. aber ich möchte gern mal, hat der irgendwie, wenn der, also
Vielleicht noch mal eine Beschreibung von dem Vieh, eine genauere, wenn wir jetzt einen Moment Zeit haben, das Also anzugucken. die Hauttönung reicht von grau bis bläulich. Die sind also ungefähr, es ist schwierig, wenn man so klein gemacht ist, also sind ungefähr so groß, wenn sie stehen, aber sie gehen meistens relativ gebeugt. Haben halt Krallen, also an den Füßen Krallen mit drei Zehen, die in, also ein Fuß mit drei Krallen, die dann wohl auch zu den Kratzspuren aus eurer Sicht passen. Veranstalter haben, sind sehr ausgemergelt, dürr, aber drahtig und kräftig, wie ihr wisst. Haben halt diese ganz langen, spitzen Ohren, überhaupt keine Haare am Körper, diese flache Nase, diese wild wachsenden, wuchernden Zähne im Gesicht, die leuchtend gelben Augen. Und das sind also ihr dürftet mal, wenn ihr wollt, ihr habt auf der die Fertigkeit Wissensgebiete. Da sind auch Dinge drin wie, also so wenigstens peripher so Dinge wie kenne ich mich mit Viechern aus? Also kenne ich mich mit solchen Viechern aus? Darauf dürft ihr, wenn ihr wollt, alle drei würfeln. Yes. Yes! Würfeln ist immer gut. Würfeln ist immer Ich gut. habe Ja, nichts. genau. Oh. Ich hab 5 leere Würfel hier. Ja, das scheint ein, weiß ich nicht, ein Chihuahua zu sein. Ja, die anderen beiden, möchtet ihr? Ich habe nichts. Also Oder ich habe bleibt ihr bei der gewürfelt. Chihuahua-Theorie? Nee, ich würde auch gleich noch würfeln. Da hast du Ich habe drei drin. drei, ja. Drei. Aber ich weiß nicht, ob Froschmädchen wollte noch würfeln. Ich habe gewürfelt, das war nix. Ach so, Oh, okay. okay. Da Auch, könnten. also ich stimme Chihuahua, bestimmt zu, oder? auch im Chihuahua. Nein, ihr Ja, könnt euch da irgendwie selbst eine ist da eine Theorie Ähnlichkeit, ne? zurechtlegen. Also, das kann auch Ich was habe so anderes diesen sein. ganz kleinen Oder so eine Also, Ratte. Hast du, bin ich was hast diejenige, du? die hier. Wie bitte? Was hattest Ich du? habe noch nicht gewürfelt. Ach so. Ich bin gerade dabei. Cool. Ich wollte nur eine Ankündigung machen, indem ich sage, bin ich hier diejenige, die ein Fass Met getrunken hat oder ihr? Aber das ist doch kein Chihuahua. Ich schaue mir das mal genauer an. Du kannst eine Idee verwenden, dann hast du sechs Würfel. Es ist ein Chihuahua. Auf jeden Nein, ihr könnt. Ja, okay. Okay. Also, ihr habt ihr habt diese, also diese Nackthunde sind ja relativ beliebt in der Stadt. Dann müssen wir ihm eine Leine bauen, so, dann läuft er vielleicht seinen Nein, Besitzer eigentlich zurück. Thema geklärt, das Also, sind die Hunde, Hunde, wäre ich will nach Hause ihr habt gehen. halt keine Ahnung, also ob das halt irgendwie eine dämonische Kreatur ist, eine Hexenkreatur, eine Wandelkreatur, es ist halt irgendwie so ein Viech. Und dass sowas kann, habt ihr noch nie von gehört. Also, kleines, garstiges Ding. Das ist das Ergebnis eurer Überlegungen. Ja, die Frage ist nur, Ihr machen wir hört, das also Ding das jetzt Ding kalt? fängt irgendwann halt, also wenn ihr da so rumsteht und es anguckt, fängt es irgendwann auf zu toben und guckt euch, naja, mit diesen leuchtenden Augen, die fangen, also, als würde es euch fast, also es schiebt das Kinn vor und es wird euch herausfordernd angucken. Nach dem Motto, was wollt ihr denn? Kannst du sprechen? Verstehst du, was ich sage? Sprache, dumm Menschen. Lasst Ach, du kannst reden. frei. Was hat er gesagt? Ich habe, Freilassen. ich glaube, wir Freilassen. eine Pediküre haben und die Ja, ganzen Lasser reinlassen. sollen Wir ab. sollen dich also freilassen. Frei, ja, freilassen. Das müssen wir uns aber noch mal überlegen. Du hast hier ganz schön Ärger angestellt in diesem Dorf. Nichts Ärger gemacht, was versprochen. Versprochen von wem? Jetzt wird's interessant. Lasst ihr mich frei? Nur wenn du uns verrätst, was wir wissen wollen. Kooperierst du mit uns? Ihr schwören freilassen. Ihr Wenn du dann schwören keinen Ärger auf machst. Hekate. Auf Auf was? was? Wissen wir, was das ist? Also es ist die Göttin der Hexen im Grunde. Ah.
Wie sieht die aus? Wie die aussieht, die Göttin der Hexen. Okay. also wird halt verschieden dargestellt, ist halt im Grunde, ja, Kennt ihr nur aus Tomb eine Raider? Unterweltgottheit, die, Unterwäsche. ja, und die halt, ist eine Frauengottheit. Unterwelt, nicht Unterwäsche. Nein, Unterwelt, mein Gott, Unterwelt, nicht Unterwäsche. Ja, das ist eine dieser Unterwäschegottheiten. Calvin Klein und so, das sind die anderen, ja. Das ist ein ganzer Pantheon. Verstanden. Aber ich bin für die Unterwäsche. Ich will auch wissen, was die Alles trägt. klar, also die berühmte Unterwäschegottheit, Hekate und Calvin Klein. Ich wusste es. Ja, Vielleicht kann die Kreatur uns zu ihr führen. Ich meine, wo wir schon mal dabei sind. zu der Unterwäschegöttin. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, Vielleicht der Meteor aus mir spricht, aber. Naja, erstmal zu seiner Hexe. möglich. Also, ernst? Die Regie lacht, das hört hier keiner, aber das ist echt anstrengend, wenn die da nebenan lachen. Also, lasst ihr mich frei und Ja, ich schwör. Ja. schwört bei der Göttin. Auf meine Unterwäsche. Wir lassen dich frei. Ja, ihr solltet ihm Fragen stellen, vielleicht beantwortet er die. Wer hat dir das denn befohlen? Wer hat dir was versprochen? Hexen im Wald. Wie viele Hexen? Mehr als ein, aber weniger als wir alle. Also 2 bis 3. Er scheint beim Wort 2 bis 3 löst bei ihm nichts aus. Ich so gut in Mathe, ich vertraue dir da. Ist eigentlich egal, wie viele, oder? Wir müssen die Hexen finden und die kaputt machen. Wir bringen Blut für Hexen, damit sie machen Schicksal von Menschen miserabel. Und warum wollen Sie das Leben der Dorfbewohner verfluchen? Eine getötet. Dorfbewohner eine getötet. Nicht Hexen töten. Hexen wütend, wenn Hexe tot. Das macht Sinn. Verstehe. Aber die Hexe hat ja das Dorf angegriffen. Ich nur Auch wahr. Hexen uns gebeten. Hexen, wir haben, wie sagt ihr, Vertrag. Wie viele von dir gibt es? Mehr als ein und mehr als hier. Wir hier. Gibt oder gab? Gibt es mehr als ich zeige Gab. auf die Überreste und auf ihn? Ja. Hm. Ich Leben glaube die auch nicht. im Wald? Ja. Und Aber in vielleicht Erde. sind diese Tiere nicht unser Problem, sondern die Hexen, die sie befehligen. Wir sollten uns eher um die kümmern. Ja, bevor ihr Kannst ihn noch ausquetschen. du uns zu diesen Hexen führen? Mit dem Hammer. Ihr versprochen. Also, wenn wir dich freilassen, führst du uns zu den Hexen? Ich habe noch so Wahrheitskraut. Macht das auf die Wirkt? Wenn ihr mich dann freilassen, ich kann euch führen. Kannst oder wirst? Was Unterschied? Das ist Unterschied. Ah, okay. Also ich Ich denke. werd können machen tun. Du Gut. wirst. Ich wirst. Ich wirst. Gut. Aber nur Dann wird es. wenn ihr auch wirst, mich freilassen. Ich fange an, wenn die anderen nichts dagegen unternehmen, würde ich jetzt anfangen, den Mechanismus zu lösen. Ist okay, ich halte mein Schwert gezückt und bin allzeit bereit mit meinen Reflexen und meinem Geschick.
Ja, also ihr, Falls er abhauen will, halte ich mein Schwert bereit. also ihr öffnet die Falle und aber er macht auch keine Anstalten, irgendwie wegzulaufen. Genau. Gut. Aber es ist halt, also wie gesagt, es ist mitten in der Nacht. Nachts im Wald ist, naja, ihr seid da nicht so mega gefährdet, aber ihr seid auch, zwei von euch sind ein bisschen verletzt und so. Ja, true. Also wäre eigentlich naheliegend, Ja. dass man irgendwie eine Nacht den vielleicht doch in dem Käfig lässt und eine Nacht drüber schläft. Ja, das ist vielleicht besser. Aber jetzt haben wir schon aufgemacht, ne? Oder kann man das quasi noch rückwirkend sagen, dass das jetzt eine blöde Idee war, nachts in Nee, den stopp. Wald zu gehen? Der war ja in der Bärenfalle, der geht ja so schnappend zu. Ja. Da haben wir den gerade rausgeholt. Und jetzt könnten wir ihn ja in einen dieser Tierkäfige machen, die leer sind. Ja, du kannst ihn in einen Tierkäfig packen, ja. Also die, es gibt so, also es gibt für also die haben auch für Kleintiere haben die auch kleine Käfige. Ja, klar. Kann man. Wäre das eine Gut. Idee? Wir können es probieren, Ich ja. wäre dabei. Dann müssen wir ihm Klingt nur ein Versprechen, gut. dass wir dann morgen früh, wenn dann hell draußen ist, dass wir ihn dann freilassen und er uns dahin führen soll. Hebt ihn einer von euch hoch oder sagt ihr ihm, geh da lang? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also er blickt euch erwartungsvoll an. Anders kann man das nicht sagen. Also anfassen will ich den nicht. Ich würde es eher sagen so, Wir gehen morgen. da entlang. Wir gehen morgen los. Du bleibst die Nacht hier. Wir kommen dann, lassen dich frei und gehen dann in den Wald. Werden die Wir gerade wirst so freigelassen? machen. Ah, okay. Gut, ja, das ist kein Problem. Ihr könnt ihn da in den Käfig verladen. Es ist so, dass wir im Grunde ja schon zwar relativ weit in dem Abenteuer sind, aber wir werden das heute nicht mehr fertig kriegen. Und es wäre ja jetzt vor dem sich ausruhen eine gute Gelegenheit, dass wir hier so ein bisschen das Abenteuer abbrechen. Mal gucken. Wir können ja hinterher nochmal sprechen, ob wir es einfach mal andermal fortsetzen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das wäre mir wichtig zu wissen. Also, was ihr so erwartet habt, ob die Erwartungen erfüllt wurden oder nicht und ob es euch überhaupt hexen, ob euch die Welt gefällt und ob es euch Spaß gemacht hat. Das würde mich noch wenigstens, das würde mich noch interessieren. Pferdepipi-mäßigen Ja. Spaß. Ich fand's super. Ich fand's Ja, gut. ja. Wäre ich am Anfang im Leben nicht drauf gekommen. Also ich find's cool, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt hat. Ja, also ich fand auch, also es war, das ist ja, also auf der anderen Seite als Spielleiter ist es natürlich auch so, dass ich weiß ja genauso wenig wie ihr, was auf mich zukommt. Also ich habe ja im Grunde eine Vorstellung, wie das Abenteuer abläuft. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr auf Dinge reagiert, die ich euch vorsetze. Und das war wirklich witzig. Also ja. Und mir hat es total viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Das war super witzig und ich hoffe, wir können das irgendwann mal dann irgendwie fortsetzen. Nur wenn wir das jetzt machen würden, ist halt, dann sitzen wir hier Ja. noch mal 2 Stunden und dann ist ja auch Wir können irgendwann. das ja als Erfolg sehen, dass wir jetzt diese kleinen Tierchen hier Ja, besiegt haben. genau. Und Ja. erstmal, die Dorfbewohner sind uns vielleicht sehr dankbar. Die laden uns zum Essen ein. Am nächsten Tag ist Hochzeit und wir feiern erstmal eine Runde. Genau, ihr feiert erstmal die Hochzeit und dann sieht man mal weiter, was so Dann sehe ich mich. Auf die was. Genau, Unterhosengöttin. Ja, und sie erzählen auf uns die mehr über die Unterwäschegötter. Unterhosengöttin. Das ist ganz Auf die wichtig. berühmten Unterwäschegötter. Nein, also ich fand es auf jeden Fall mega cool. Aber eine Frage, also mit den, was ja für die meisten Leute möglicherweise auch abschreckend ist, das mit den Proben und Würfeln, das war alles überhaupt kein Problem, oder? Gar Nee, nicht. also das Also war überhaupt nicht. easy. Man Ja. sieht halt hier auf dem Abenteuerbogen, ist halt eine Genau. Zahl, das ist halt die Anzahl der Würfel, die man würfelt. Die Ja. sehen halt, haben halt Sterne oder Krähen und dann würfelt man die. Und da du als Spielleiter auch dann einfach gut Ah, angeleitet okay. hast, und gesagt hast, ja, so und so viel Raben oder Sterne, das trifft dann halt, dann musste ich mir ja Genau. keine Gedanken mehr darüber machen. Ich habe ja nur gewürfelt und gesagt, was drauf war. Und das war relativ einfach so, die Proben zu würfeln und so. Das war jetzt gar nicht schwierig. Finde auch gerade diesen Character Sheet, den man da hat, wo die Zahlen dann auch mit da drauf dabei stehen, ist super übersichtlich. Also ich hatte nebenher auch immer mal wieder geguckt und hatte irgendwann dann überhaupt gar keine Probleme mehr zu sehen, wo muss ich jetzt gucken, mit wie viel Würfeln ich beispielsweise würfeln muss und so. Das ist eigentlich echt, wenn man mal drin ist, voll übersichtlich und cool gemacht. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Cool. Ich habe ja auch in der Vorbereitung mir eure
eure Twitch-Channels und die ganzen Sachen angesehen. Möchtet ihr denn auch, damit die Leute mal so sehen, was ihr auch so für coolen Content noch so habt, drauf nochmal sagen, wo man euch denn am besten findet und kurz, also Instagram und Twitch und so und unter den Namen? Also ich glaube, man findet uns alle tatsächlich unter den Namen, die hier auch stehen, auf, soweit ich weiß, fast allen Social-Media-Kanälen. Okay, alle, okay. Ja. Inklusive Twitch natürlich. Ja. Also wir machen alle drei Cosplay. Da gibt es Cosplay-Bilder auf Instagram beispielsweise. Wir machen alle drei Gaming- und Creative-Content auf Twitch. Auch Twitter und ja. Weil es wäre, also ihr habt ja gesehen, die drei sind super nett und die machen auch wirklich coole Sachen. Also solltet ihr auch vorbeischauen. Und wir freuen uns auch über jeden von aus eurer Community, der bei uns jetzt vorbeigeschaut hat und auch vielleicht auch zukünftig Bock hat, vorbeizuschauen. Genau. Und ja, also wie gesagt, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, same. Ja, und, danke schön. Danke für die Einladung. War schön, dass wir alle da waren von der Community. Wir haben natürlich nebenher den Chat auch gesehen und das ist cool, dass ihr alle reingeschaut habt. Absolut, ganz viel Liebe an euch. Genau. Dann würde ich sagen, und Unterhosen. Hier passieren Dinge. genau. Und dann würde ich sagen, ja, dann verabschiede ich mich und vielen, vielen Dank, ihr drei. Genau. Ebenso. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Ciao.